Also, wir haben jetzt auch gar nicht so lange gespielt, aber ich wäre jetzt trotzdem dafür, dass ich die Königin bin und du jetzt nicht mehr. Wir spielen das noch nicht lange. Wir spielen ja schon seit 2,5 Stunden dieses Prinzessinnen-Spiel. Ich meine, ich spiele ja gern mit dir, Emma, aber können wir nicht mal was anderes machen? Wie, was? Was anderes? Ich spiele nie was anderes. Ich spiele immer mit Prinzessinnen-Sachen. Und als nächstes bist du die Gefangene. Ja. Oh nee, ne? Heißt das jetzt, dass ich nicht mehr aus deinem Zimmer rauskomme? Och, das kann echt nicht mehr schlimmer werden hier. Ah, so wie es aussieht, spielt ihr ja noch. Und ihr habt viel Spaß. Naja, Claudia, Schatz, ich gehe dann. Ich treffe mich dann mit Stefan, ne? Viel Spaß. Nein, Martin, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich meine, ich muss hier mit Emma spielen und du kannst jetzt einfach machen, was du willst. Vielleicht kannst du mich mal hier ablösen. Also, Claudia, Schatz, das hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Also, du möchtest nicht mit Emma spielen? Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet von dir. Machst du das extra, dass du so laut bist? Jetzt hat sie das natürlich mitgekriegt. Doch, ach so, das wusste ich gar nicht. Na, dann wäre es ja sehr unfair, wenn du jetzt einfach gehen würdest und nicht mit Emma spielen würdest, mit deiner Tochter. Ne? So, tschüss. Das hat er doch auf jeden Fall extra gemacht. Jetzt bin ich in diesem Zimmer eingesperrt. Das wird Martin noch alles... werde ich ihm heilzahlen. So, Mama, jetzt musst du dich aber langsam mal beeilen. Du musst jetzt ins Gefangenenbett. Los, hopp, hopp. Als ob das nicht schon alles hier schlimm genug wäre. Jetzt muss ich auch noch hier in Emmas Bett liegen. Ich meine, ich bin die Gefangene. Wie lange denn? 3 Tage? Ist das unbequem hier? Ja, 3 Tage klingt ganz gut. Ich gehe jetzt nach unten und werde was essen. Und du bist die Gefangene von dieser bösen Prinzessin. Aber du darfst nicht entkommen. Ist das schön. Papa ist weg, der Fernseher ist nur für mich. Hannah ist heute auch unterwegs. Und Mama und Emma, die spielen oben dieses Prinzessinnen-Spiel. Und ich kann hier ganz gemütlich meinen Filmabend starten. Und eine ganze Familienpizza nur für mich alleine. Besser geht's gar nicht. Ich könnte schon fast weinen. Das ist der absolut beste Tag der Sommerferien. Na, Julian, ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass du gleich Mama ablösen musst, weil dann musst du mit mir spielen. Das kommt gar nicht in Frage. Nein, ich habe das mit Mama geklärt. Heute ist Mama dran. Ich habe heute nichts mit dir zu tun. Ich werde nicht spielen. Oh, ist das fantastisch, Emma. Ich konnte mich befreien. Die böse Prinzessin hat mich einfach gehen lassen und sie meinte, ich soll ein bisschen Spaß haben. Ach, Wahnsinn. Hä, was? Nein, was machst du denn hier? Die böse Prinzessin wollte dich 3 Tage festhalten. Du darfst nicht raus. Nein, ich hatte mit der bösen Prinzessin gesprochen und sie meinte, ich sei viel zu nett und es gäbe keinen Grund, warum sie mich einsperren sollte. Sie möchte lieber einen anderen Gefangenen haben als mich. Oh, was für ein Zufall. Julian, du könntest der Gefangene sein, ja. Ja, ich meine, Julian, entweder du bist jetzt der Gefangene oder es gibt vielleicht nächste Woche kein Taschengeld mehr für dich. Das hat mir die böse Prinzessin erzählt. Oh, das war klar, Mama, dass du jetzt diese Karte ziehst. Oh, das ist fies, richtig fies. So, jetzt ab in den Kerker mit dir, dann wirst du versauern. Also, Julian, der Kerker ist mein Bett. Ich habe keinen echten Kerker, aber wenn, würde ich dich da drin einsperren. Ja, ist klar. Ach, das ist ja wirklich prima. Ich meine, die Kinder spielen, das freut mich total. Ja, natürlich freut dich das, weil du jetzt nicht mehr mit Emma spielen musst. Oh, ich wusste, dass das kommt. Oh, Julian, sag doch nicht sowas. Dann bin ich froh, dass ich da endlich raus bin. Los, Julian, komm. Die böse Prinzessin, die mag es überhaupt nicht, wenn man sie warten lässt. Sie verlangt nach dir. Ja, ich komm ja schon. Oh, diese blöde, böse Prinzessin. Darum habe ich gar keine Lust. Oh, der schöne Film. Emma, muss ich mich jetzt wirklich in dein Bett legen? Ich meine, das ist doch viel zu klein. Ich passe da nicht rein. Das ist so eng da. Oh ja, der Kerker der bösen Prinzessin. Und genau das ist das Ding. Du bist so groß und der Kerker ist so klein. Das ist die Strafe. Oh, das werde ich Mama noch heimzahlen, nur weil sie selber hier nicht drinnen bleiben möchte. Oh, wer weiß, was sie macht. Wahrscheinlich schaut sie sich wieder irgendwelche Kochvideos an. Na gut, ich bin jetzt in dem Kerker, also in deinem Bett. Und was jetzt? Na was wohl, du musst jetzt da so lange bleiben, bis die Prinzessin sagt, dass du raus kannst. Das könnte dauern. Naja, und wie du vielleicht mitgekriegt hast, mag es die Prinzessin nicht mit dir zu reden. Und das könnte also wirklich eine ganze Weile dauern. 3, 4 Tage oder so. Ja, nee, ist klar. 3 Tage hier in deinem Bett bleiben. Niemals. Tut mir leid, Julian, aber das hast du nicht zu entscheiden. Nur die Prinzessin entkommen, das kannst du nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Aber weißt du was, ich werde die Zeit nutzen und hier einen schönen Schlaf machen. Ich werde schön schlafen. Ich meine, Schönheitsschlaf brauche ich nicht, aber das schadet nicht. Und wenn ich entkommen möchte, dann würde ich das ruhig. Aber naja, egal. Du wirst niemals entkommen. Oh Mann, wo bin ich denn? Und ich weiß, dass das ein Traum ist. Ich war doch gerade noch in Emmas Bett. Nein, nein, das weiß ich, dass das ein Traum ist, aber... worum geht's denn hier? Ich bin es, die böse Prinzessin, und du wirst niemals entkommen aus meinem Schloss. Oh, jetzt weiß ich's, das ist eine Obi mal wieder. Oh, ist das klasse, endlich. Ich meine, ich träume, ist sehr schön und gut, aber ich hätte schon ziemlich Lust auf so eine Obi und deswegen passt das ganz gut. Ich werde natürlich entkommen vor der bösen Prinzessin. Boah, sieh sich das einer an, das ist doch ein Riesenschloss. Also das wird mir Spaß machen und keine Sorge, böse Prinzessin, ich werde entkommen. Also freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin der Julian und es macht mir hier ziemlich viel Spaß, aus deiner Obi zu entkommen. Das ist doch kein Spaß. Das ist vollkommener Ernst. Du wirst hier niemals rauskommen aus meinem Schloss. Ja, ist ja gut. Ich habe so viel Angst. Natürlich werde ich hier niemals entkommen. Natürlich werde ich entkommen. Ich bin Obi-Experte. Na dann versuch es doch ruhig. Aber so einfach wird es hier nicht gelingen, hier zu entkommen. Na, ich glaube schon. Ich muss jetzt einfach erstmal hier runterklettern. Das ist ja einfach.
Einer meiner leichtesten Übungen, aber... Hey, wer sind die denn? Das sind meine Leibwächter. Einmal ein Riesen-Einhorn-Squishy und natürlich auch der eisige Panda. Die beiden werden dir den Weg versperren. Hast du wirklich gedacht, dass es so einfach ist, aus meinem Schloss zu entkommen? Niemals. Oh, cool. Dann muss ich hier vielleicht auch Rätsel lösen oder so. Okay, macht es spannender. Aber wohin versperren die denn den Weg? Ich meine, wie komme ich denn hier... Ach so, ich sehe schon. Ich muss irgendwie nach unten kommen, da zur Treppe, aber wie denn? Stimmt, die versperren den Weg. Ich kann da nicht so einfach vorbei, aber ich kann auch nicht runterspringen. Oh, was ist das denn für eine Plattform? Das passt irgendwie nicht hin ins Schloss. Muss ich da drauf? Ist das ein Portal? Na, ich versuch's mal. Und was passiert? Ich bin immer noch hier. Oh, aber ich sehe da oben, wo ich gestartet bin. Da ist jetzt auch eine Treppe. Das heißt, ich muss wieder nach oben. Das hätte ich ja nicht gedacht. Du hast das erste Rätsel schon gelöst. Oh ja, natürlich. Und das nächste kommt schon. Ich meine, ich bin ein richtiger Experte, was das angeht. Aber es macht Spaß. Also, wie gesagt, Frau böse Prinzessin, es macht ziemlich Spaß, aus deinem Schloss zu entkommen. Mal gucken, was noch so kommt. Das kann doch nun wirklich nicht sein. Der erste Gefangene, der Spaß daran hat, hier zu entkommen. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Das sind richtig weite Sprünge und diesmal sogar gefährlich. Also, irgendwie schwierig sieht es schon aus. Die Sprünge sind ziemlich weit. Schaffe ich das denn? Oh yes, der erste Sprung ist gelungen. Und auch bei dem zweiten habe ich kein Problem. Oh Mann, das schaffe ich. Ist aber ziemlich weit oben. Und auch Nummer 3 war kein Problem. Aber irgendwie Nummer 4 scheint doch ein bisschen weiter weg zu sein und ist irgendwie so um die Kurve. Oh, das war knapp. Und irgendwie, das ist ja Eis, merke ich jetzt erst. Ist doch ein bisschen rutschig. Aber tada, ich habe es natürlich geschafft. Julian, der Obi-Experte. So, weiter geht's. Also langsam kriege ich ja wirklich ein bisschen Panik hier. So weit ist noch nie jemand gekommen. Ja, also langsam sollst du auch Panik bekommen, weil jetzt die nächsten Treppen schaffe ich auch. Siehst du, das ist doch gar kein Problem für mich. Du hättest dir bessere Hindernisse überlegen müssen. Wobei, da sehe ich, da fehlt doch eine Treppe. Oh, wie komme ich da denn drauf? Oh, jetzt wird's doch ein bisschen schwierig und ich sehe da unten auch schon was anderes. Oh, Mann. Okay, du musst dich jetzt konzentrieren, Julian. Konzentrieren, du darfst jetzt nicht ausrutschen oder so. Oh, yes, ich hab's... Oh Mann, war das knapp. Ich bin auf die andere Treppe gefallen. Oh, ich habe voll meine Balance verloren, mein Gleichgewicht. Oh, wie schade. Ich dachte wirklich, er fällt in den Abgrund. Hey, nicht so fies da oben. Das ist immer noch ein Spiel. Oder nicht? Na egal, gleich habe ich es geschafft. Na, was waren das denn für Treppen? Eisige Treppen, die habe ich geschafft. Wow, und was erwartet mich hier jetzt? Na, was wohl? Der Albtraum eines jeden Menschen. Ein Schleimsee. Ein Albtraum? Nein, ein Traum. Oh, ist das cool, aber ich darf den wahrscheinlich nicht berühren. Ist wahrscheinlich wieder richtig heiß oder richtig kalt in deinem Fall. Aber ist ja kein Problem. Wir haben hier ein paar Steine oder was das auch ist. Und da kann ich ja drauf. Oh, tap auf den nächsten und... ich merke, das ist ja eiskalt. Also sieht zwar aus wie Lava, aber es ist richtig kalt. Man erfriert da, glaube ich. So, gleich habe ich es geschafft. Gleich bin ich entkommen. Oh, das wird kalt. Hervorragend, gleich wird er für immer hier bleiben. Nö, niemals, ich bin weg. Ich hab's geschafft. Und ich sehe schon, ich muss nur noch diese Treppe runter, diese Glastreppe. Also soll das durchsichtig sein? Ich sehe doch alles. Und gleich bin ich unten. Julian Vogel hat es mal wieder geschafft. Ta-ta-da-da, ich wusste es doch. Ich bin der bösen Prinzessin entkommen. War ein cooler Traum, war eine gute Ablenkung von Emma. Also das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wie konnte dieser kleine Zwerg nur entkommen? Aber warte ab, ich habe eine Schwester und die wird dich auch gefangen nehmen. Und da versuch erstmal zu entkommen. Oh ja, schöne Grüße an die Schwester. Aus dem Schloss werde ich bestimmt auch entkommen oder was das auch ist. Julian, der Obi-Experte. Also ein bisschen seltsam ist es ja schon. Ich meine, ich sitze hier auf dem Sofa und gucke Fernsehen und die Kinder sitzen da hinten. Ob das so eine gute Idee war? Andererseits kann ich hier meine Serie oder Nachrichten gucken. Das interessiert die Kinder natürlich nicht. Und ich muss mir nicht dieses furchtbare Kinderprogramm antun. Ich werde trotzdem mal nach den beiden sehen. Keine Ahnung, was sie sich da anschauen. Ich muss doch als Mutter da einen Überblick haben. Oh, Mama ist im Anmarsch. Schnell, Ju, entscheid um. Alles klar, habe ich. Und du tust jetzt so, als wäre nichts gewesen, okay? Ja. Na, ihr beiden, was guckt ihr denn da? Soll ich mitgucken oder möchtet ihr lieber alleine sein? Ach, du musst das nicht gucken. Wir gucken Peppa Wurz. Das ist so ein Marathon. Das sind mehrere Folgen. Richtig cool. Peppa Wurz? Okay, mit Julian. Julian, seit wann guckst du denn gerne Peppa Wurz? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie bitte, Mama? Wusstest du das nicht? Also Peppa Wurz ist meine absolute Lieblingsserie. Aber natürlich, Mama. Also bitte. Ja, genau. Ich meine, das hat er bestimmt von mir. Da habe ich ihn mit angesteckt. Und ich meine, das ist echt eine klasse Serie. Das hat Julian eingesehen. Okay, ihr beiden. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Peppa Wurz, also irgendwie kaufe ich das den beiden nicht ganz ab. Also Emma ja, aber Julian doch nicht. Oh, gerade nochmal gut gegangen, Julian. Jetzt schalt wieder um auf diesen Agentenfilm. Ja, der ist total cool. Ding Dong, ist jemand zu Hause? Hallo? Es hat geklingelt. Wer mag das denn sein? Oh, vielleicht wieder irgendein Freund von den beiden. Ich gehe schon. Achtung, ich komme. Ach nein, du kannst jetzt nicht einfach weg. Ich kann das nicht stoppen. Das ist Fans, also das ist nicht Netflix oder so. Ich gehe doch nicht zu dir. Muss wer anders hingehen, sonst verpasse ich den Actionfilm. Peppa Wurz.
Schon gut, dann gehe ich eben hin. Mein Fernsehprogramm ist nicht ganz so spannend. Ach, hallo Claudia, Entschuldigung, die Störung. Romy und Kim Rosa, was macht ihr denn hier? Ich wusste nicht, wo ich sonst hin soll. Ich meine, ach, ich weiß auch nicht. Kannst du mir weiterhelfen? Klar doch, also setzt euch ruhig hin. Worum geht's denn? Julian, mach mal den Film lauter. Ich meine, Mama redet total laut. Ich weiß auch nicht mit wem. Ich verstehe gar nichts. Also Claudia, ich muss leider beruflich weg und mein Mann auch. Und naja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ein Problem? Was denn für ein Problem? Wie kann ich denn helfen? Naja, also, ich habe niemanden, der auf Kim Rosa aufpasst und sie redet wirklich in den höchsten Tönen von Emma und ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee, wenn die beiden sich verabreden könnten. Ja, ich liebe Emma. Ich meine, sie ist mein absolutes Vorbild. Also, ich habe nichts dagegen, aber ich muss definitiv Emma vorher fragen. Ich meine, das ist ja dann ihr Gast. Emma, ich habe meine Frage an dich und zwar... Emma, egal was sie jetzt sagt, du sagst einfach ja, ist in Ordnung, okay? Ja, schon gut, Mama. Ich weiß schon, von mir aus ja, ist mir, also, gerne. Also, so wie es aussieht, hat Emma nichts dagegen. Ich meine, sie scheint sich doch darüber zu freuen, dass Kim Rosa hier ist. Denn auch über Nacht, oder wie ist der Plan? Ja, ganz genau, über Nacht. Und ich dachte, ich will mich auch ein bisschen revanchieren. Sind 200 Euro okay? Ach, Romy, das ist doch nicht nötig. Ich meine, das ist ein Freundschaftsdienst. Ich hätte das auch nicht von dir verlangt. Also, behalt dein Geld. Vielleicht bin ich auch mal irgendwie in Not und du musst auf Emma aufpassen. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ich meine, Kim Rosa ist nicht ganz einfach. Ich habe alle ihre Sachen hier in dem Koffer. Ach, Kim Rosa, das wird doch ein Klacks, oder? Wir machen uns einen tollen Abend und du wirst ganz schön hier schlafen können. Alles klar, also ich verabschiede mich von dir. Hm? Wir sehen uns bald wieder und sei schönartig. Also das wird doch kein Problem sein. Ich meine, Kim Rosa, die wird doch so sein wie Emma, oder? Habe ich mir jetzt irgendwie was eingebildet? Tschüss dann und viel Spaß. Und falls irgendwas sein sollte, ich bin per Handy zu erreichen. Alles in Ordnung. Komm, Kim Rosa, wir gehen schon mal nach oben. Emma wird sich riesig freuen. Was willst du denn hier? Werd ich hier reingelassen? Ich hab dich nicht hier eingeladen. Ich hab mich selber, also meine Mama hat mich hier hingebracht. Ich schlafe heute hier. Bitte was? Du schläfst heute hier? Aber wie, was, warum? Oh, ich glaube, das ist keine schöne Situation. Ich meine, einen Übernachtungsgast, den man eigentlich nicht da haben sollte. So, ihr beiden, ich werde dann mal nach oben gehen in Emmas Zimmer und dann werde ich euch einen tollen Schlafplatz herrichten, hm? Ich meine, wie kommst du überhaupt darauf, dass du hier schlafen kannst? Ich meine, kann ich vielleicht auch mal gefragt werden? Ich bin nicht damit einverstanden. Bist du nicht? Also ich meine, meine Mama ist jetzt weg und du bist doch meine beste Freundin aus der Kita. Julia, das ist alles nur deine Schuld. Du hast gesagt, dass ich einfach zu allem ja und alles okay und bla 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 sagen soll. Das war keine gute Entscheidung. Ich wusste ja nicht, dass es darum geht. Also du bist dafür verantwortlich und nicht ich. Und was machen wir jetzt? Ich meine, was tust du den ganzen Tag? Na was wohl, Fernsehen gucken. Wir gucken gerade so einen Actionfilm. Das würde Mama niemals erlauben. Sei ruhig und setz dich dahin. Emma, Kim Rosa, kommt ihr nach oben und schaut euch das Ganze an? Ja, schon unterwegs. Oh Mann, jetzt verpasse ich auch noch den Film, wie es weitergeht. Und ihr beiden, ist das so in Ordnung oder soll ich das irgendwie umstellen? Also für mich ist das alles in Ordnung. Ich meine, dieses Bett ist einfach himmlisch. Willst du mich veräppeln? Das ist mein Schlafplatz. Du schläfst hier unten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, so war das eigentlich nicht gedacht, aber ich meine, ich habe dir extra Emmas Lieblingspuppe dahingelegt, damit der kannst du auch spielen. Also jetzt wird aber ein Schuh draus. Mama, willst du mich veräppeln? Du kannst dir doch nicht einfach meine Sachen geben, das geht nicht. Ach je, jetzt habe ich schon den ersten Streit hier angezettelt zwischen den beiden. Vielleicht kann ich die Situation irgendwie retten. Hat jemand Lust auf Pizza? Oh, Mama, was jedes Mal, wie sie mich wieder um den Finger wickeln kann. Ich liebe Pizza, dazu kann ich nicht Nein sagen. Es ist jedes Mal verblüffend, wie Pizza einfach alle Probleme aus der Welt schaffen kann. Ich werde was bestellen. Und jetzt zu dir. Oh Mann, du bist mein Gast, okay, da muss man ja nett sein. Und ich muss jetzt einfach den Kürzeren ziehen. Du darfst eine Nacht immer im Bett schlafen, aber nur ausnahmsweise. Oh Mann. Na gut, Emma, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich werde dein Bett so behandeln wie mein eigenes. Aber damit eine Sache klar ist, du wirst nicht mit meiner Puppe spielen. Die darf keiner außer mir anfassen, okay? Es sei denn, ich erlaube das. Die kriegst du nicht. Das ist für mich gar kein Problem. Ich habe alle Sachen, die ich brauche, hier in meinem Koffer. Kinder, kommt ihr dann? Die Pizza ist da. Hau, oh, super Pizza. Ich meine, ich hatte gestern Pizza und heute dann auch. Aber ich kann jeden Tag Pizza essen, wenn es sein muss. Oh, ich freue mich auf die Pizza. Hoffentlich ist sie schön flüssig. Bitte was? Hat sie gerade gesagt, sie will, dass die Pizza flüssig ist? Igitt, das ist doch ekelhaft. Die muss knusprig sein. Flüssige Pizza. Blech. So, was darf sein? Hier habe ich einmal Salami, Schinken und Tomate Mozzarella. Also, Finger weg von der Salami-Pizza. Die gehört mir. Die ist für mich reserviert. Okay, Kim Rosa, ich lasse dir den Vortritt. Ich meine, wir können uns auch eine teilen oder so. Oder bei dem anderen probieren. Auch wenn ich das überhaupt nicht leiden kann. Aber ich muss ja nett sein. Nein, das ist nicht notwendig. Ich meine, ich würde diese hier nehmen, aber da fehlt doch noch was. Ach ja, das habe ich total vergessen. Besteck natürlich. Ich meine, ihr könnt doch nicht die ganze Pizza im Ganzen essen. Nein, ich meine, das muss da rein.
Was meinst du, Kim Rosa? Willst du dazu noch einen Milchshake haben oder so? Kann ich gerne machen. Mit Obst und dann mit Milch und dann das Ganze pürieren. Nein, ich meine, die Pizza, die muss da rein. Schön flüssig muss sie sein. Oh, was hab ich da gehört? Eine Pizza als Shake? Emma, was hast du denn da für Freunde? Boah, keine Ahnung, Jürgen. Ich weiß auch nicht, was mit der ist. Ich meine, sie ist überhaupt nicht meine Freundin. Ich wollte nicht, dass sie kommt. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Ich habe das noch nie gemacht, aber wenn die Pizza hier wirklich in den Mixer rein soll und du das gerne so isst bzw. trinkst, eieiei. Ich meine, Romy hat mich ja vorgewarnt, dass sie ein bisschen schwierig sein soll. Oh Mann, ich hoffe, dieser Tag ist bald vorbei. Sie macht mich total peinlich vor allem. Wie kann man denn eine Pizza pürieren? Blech. So, ihr beiden, es ist jetzt auch schon ganz schön spät geworden. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Braucht ihr noch irgendwas? Nein, ich brauche nichts mehr. Ich will auch keine Geschichte. Ich will, dass dieser Tag einfach rumgeht und ich aufwache und sie morgen abgeholt wird. Habe ich das laut gesagt? Ach ja, Kim Rosa, bevor ich es vergesse, hier ist deine Flasche. Ich habe gehört, du magst sie noch zum Abend. Also, um besser schlafen zu können. Oh ja, danke schön, Mama Claudia. Hat sie mich gerade wirklich Mama Claudia genannt? Oh, das ist ja auch irgendwie süß, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so klein ist, also wirklich wie ein Baby fast. Entschuldigung bitte, hallo? Entschuldigung? Oh, hast du mich erschreckt, Kim Rosa? Was machst du denn hier? Hast du schlecht geträumt oder so? Ich meine, was ist denn? Ich kann nicht schlafen. Ich habe auch irgendwas geträumt und ich habe in Emmas Bett gemacht. Ach, Herr Jemini, das hat mir gerade noch gefehlt. Das darf ich auf gar keinen Fall Emma erzählen. Hätte ich mal die 200 Euro angenommen. Ich glaube, das wäre jetzt wirklich das Ganze wert gewesen. Emma, selbst wenn ich mich auf den Kopf stelle, finde ich Pepperwoods nicht lustig. Das macht keinen Spaß. Das ist total langweilig. Ach, du hast einfach keinen Humor. Ich meine, wenn du einen Kopfstand machst und dann Pepper guckst, das ist noch witziger als vorher. Emma, das ist wirklich nur was für Babys. Das ist nicht lustig. Anna, du kannst nichts gegen Pepperwoods sagen. Das ist die beste Sendung, die es überhaupt gibt. Und wenn du von hier oben guckst und dich dann auf den Kopf stellst, dann ist es noch witziger. Du hast einen ganz anderen Blickwinkel. Nein, ich hab's dir eben schon gesagt, Emma. Ich brauche mich nicht auf den Kopf stellen, auch nicht auf ein Bein stellen oder sonst was. Ich finde Pepperwoods nicht lustig. So, für mich geht's jetzt erstmal ins Café Fun. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Ach, es macht Spaß, aber irgendwie ist es auch eine Verpflichtung. Emma, Pepperwoods ist nicht lustig. Was ist denn da schon wieder unten los? Also Mädels, ich muss jetzt ins Café arbeiten, aber wenn euch langweilig ist, dann dürft ihr mir gerne zur Hand gehen und helfen. Oh ja, das mach ich. Also den beiden scheint ja wirklich langweilig zu sein, dass sie freiwillig mit ins Café kommen. Na gut, ich habe auch schon ein paar Aufgaben für die. Es sind zwar keine schönen, aber das Kaugummi unterm Tisch muss auf jeden Fall weg. Ach ja, Emma, und ich hatte übrigens doch recht, weil wenn Pepperwoods so lustig wäre, dann wärst du nicht direkt aufgestanden und zum Arbeiten in Mamas Café gegangen. Stimmt's oder habe ich recht? Pepperwoods ist total langweilig. Hannah, jetzt hör nicht auf, mich zu ärgern damit. Pepperwoods ist nicht langweilig. Deine Sachen mache ich auch nicht schlecht. Also Mädels, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich darf den Laden nicht später aufmachen. Kommt. So, pünktlich im Café hat ja alles doch noch ganz gut geklappt. So Mädels, ich habe schon mal eine Aufgabe für euch. Am besten hier die Besen nehmen und einmal fegen. Na gut, Mama. Oh Mann, ob das so eine gute Idee war, mit Mama hier hinzugehen, ist vielleicht auch ziemlich langweilig. Aber naja, immer noch besser als zu Hause mit Emma ihre doofen Fernsehsendungen zu sehen. Ich habe das gehört, Hannah. Du kannst dich hier schon wieder über meine Fernsehsendung lästern. Lass das. Ja, ist ja gut. Komm, Emma, wir fegen jetzt einfach. Feg du da vorne und ich hier. Entschuldigung, ich fege Emma hier unter ihrem Tisch her. Also lassen Sie sich von mir nicht stören. Oh, das ist doch Hannah Vogelstimme. Oh, was macht die denn hier jetzt? Oh, hey, Ronja. Naja, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so schnell wiedersehe. Ich dachte, wir sehen uns erst nach den Ferien. Frag mich mal, ich hätte auch keine Lust, dich zu sehen. 6 Wochen lang wollte ich ohne dich sein und jetzt hast du auch noch einen Ferienjob hier. Ich habe hier keinen Ferienjob, das ist das Café von meiner Mama. Und Mann, wenn du mich nicht sehen willst, dann guck doch weg. Es ist das Café von Hannas Mutter. Ich hatte eigentlich nur gute Sachen gehört, aber wenn das so ist, dann komme ich hier vielleicht doch nicht häufiger her. Oh Mann, Hannah Vogel, ganz ruhig bleiben. Jetzt sehe ich gerade Ronja wieder und die regt mich schon wieder total auf. Oh, es hat sich schon gelohnt. Ich habe Geld auf dem Boden gefunden, das ist meins. Naja, wobei ein bisschen cool ist es ja schon, dass ihre Mutter einen Kaffee hat. Ich wünschte, meine Mutter hätte so einen Kaffee. Hannah, bin ich nicht überhaupt der größte Glückspilz, der hier rumläuft? Ich bin reich, schau mal. Emma, du bist nicht reich, das ist nur 1 Euro. Und Mann, feg jetzt weiter. Irgendwie hat mir Ronja total die Laune verdorben. Was hat Hannah denn für eine Laune? Und ob ich weiter fege, ich werde dir noch ganz viel Geld finden, das kommt alles in die Spardose. Ronja ist doof und dieses Fegen ist irgendwie auch blöd. Wenn Mama mir das gleich gesagt hätte, wäre ich gar nicht mitgekommen. Dann hätte ich mir vielleicht sogar Pepperwoods lieber angeguckt. Ja, Ola? Ja, okay. Oh, den kenne ich doch. Das ist doch Raoul von Playmobil's Next Topmodel. Bitte was? Es gab eine Überbuchung und das Restaurant, wo heute das Modeltreffen stattfinden sollte, ist schon belegt? Das gibt es doch nicht.
Oh nein, heute kommen diese wichtigen Models aus New York und jetzt ist dieses Event, das fällt einfach ins Wasser. Oh, Raoul scheint wohl auch nicht die beste Laune zu haben. Ich gehe mal etwas näher ran, vielleicht kann ich hören, was der so redet. Einfach unauffällig weiterfegen. Ja, Gabi, wirklich, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Was sollen wir denn jetzt machen? Also, irgendein Problem hat anscheinend Raoul und dem scheint es noch schlechter zu gehen als mir. Also, der ist irgendwie noch ein bisschen schlechter gelaunt. Oh, es ist einfach eine Katastrophe. Ich wollte gerade in diesen leckeren Muffin reinbeißen, in diesen Cupcake und jetzt so etwas. Hallo Raoul, kennst du mich noch? Ich bin Hannah Vogel. Oh, hola, Hannah. Ja, ich kenn dich noch. Was ist denn mit dir los, Raoul? Du siehst fix und fertig aus. Oh, Hannah, das bin ich auch. Also, wenn du wüsstest. Oh, nein. Oh, Mann. Raoul setzt sich sogar hier auf den Boden und ich glaube, der fängt gleich an zu weinen. Es ist etwas wirklich Schreckliches passiert. Ach, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, Raoul? Hannah, wie willst du mir helfen? Wir wollten heute eine Party für Models machen. Und jetzt ist die Location, wo das Ganze stattfinden sollte, überbucht und wir können dort nicht hin. Aber Raoul, das ist doch gar kein Problem. Schau doch mal, das ist das Café von meiner Mama, das Café Fun. Vielleicht möchtet ihr die Party hier machen. Oh, also die hier im Café. Ja, warum eigentlich nicht? Oh, Hannah, du rettest mich. Ich werde schnell alles anders organisieren. Also super, heute hier um 18 Uhr. Also bis später. Gabi, es gibt gute Neuigkeiten. Das Ganze kann im Café Fun stattfinden. Oh cool, Gabi kommt dann auch. Also das wird ja wohl kein Problem sein, dass wir das hier machen. Mama wird auf jeden Fall begeistert sein. Die findet das doch immer so toll mit den Models. Die guckt das doch auch immer im Fernsehen. Na, Hannah, bist du jetzt schon fertig mit Fegen? Wo hast du denn den Besen gelassen? Ach, Mama, der steht noch draußen, aber ich bin schnell reingekommen, weil ich dir die neueste Neuigkeit sagen wollte. Wir veranstalten heute eine Modelparty hier im Café Fun. Eine Modelparty? Mann, das klingt ja überhaupt nicht cool. Wobei, ach, das darf Hannah nicht erfahren, dass ich das eigentlich ganz gut finde. Egal. Bitte was, Hannah, habe ich das gerade richtig verstanden? Hier bei uns im Café Fun? Was soll das denn? Also, Gabi und Raoul veranstalten heute eine Party für Models. Und, die Party findet hier statt. Ist das nicht toll, Mama? Wie, was? Gabi und Raoul hier von Playmobil jetzt Topmodel hier bei uns? Aber ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Oh, vielleicht sollte ich mich doch mal irgendwann mit Hannah anfreunden. Ich meine, wenn die hier so coole Events haben, will ich auch mal dabei sein. Tschüss, Hannah. Also meine schlechte Laune ist wieder weg. Tschüss, Ronja. Kann ich jetzt mal was ganz Wichtiges hier verkünden? Ich habe Geld gefunden und jetzt bin ich reich. Emma, jetzt, du könntest nicht zu verkündigen. Ich habe ganz andere Sorgen. Was hast du jetzt gesagt? Hannah, hier bei uns im Café Fun findet eine Party statt? Ja, genau, Mama. Heute um 18 Uhr. Raoul, Gabi und noch einige Models. Oh Mann, ist das aufregend. Ich muss sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Ich glaube, da wird auch die Presse kommen. Ich muss hier das Café Fun richtig gut dastehen lassen. Und damit das auch alles glatt läuft, brauche ich dringend eure Unterstützung, Hannah und Emma. Ich werde dir sehr gerne helfen, Mama. Das wird super. Mama, aber du hast mir immer noch nicht richtig zugehört. Ich meine, ich habe Geld gefunden. Damit muss ich dann später nie arbeiten gehen. Ach, na super. Ich glaube, Emma scheint mir keine große Hilfe zu sein. Ich sollte am besten draußen schnell ein Schild aufstellen. Geschlossene Gesellschaft, damit hier kein anderer reinkommt. Oh, wie spannend. Nur Models hier im Café Fun. Ich muss dringend aber noch mehr Kuchen besorgen. Mama, ich habe es mir anders überlegt. Ich werde dir doch helfen. Ich mache hier die Tür. Also ich gucke, wer hier reinkommt und gucke, ob das nur Models sind, weil sonst können die draußen bleiben. Alles klar, Emmalein. Mach du das mal. Ich bin dann hier drin und bereite weitere Kuchen vor. Oh, Mama, das sieht total lecker aus. Das hast du super gemacht. Danke, Hannah. Meinst du, das reicht? Es kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Doch, Mama, ich glaube, das reicht. Das sind so viele tolle Sachen. Na gut, eine Kanne Kaffee habe ich jetzt auch schon mal, aber ich kann noch welchen nachmachen. Was ist denn da vorne bei Emma an der Tür los? Nee, so nicht. Hier ist geschlossene Gesellschaft. Du kommst hier nicht rein. Wieso? Was ist denn mit Emma? Nein, für kein Geld der Welt. Du nicht. Das geht nicht. Du bist nicht eingeladen. Oh nein, so geht das natürlich auch nicht. Sie kann mir jetzt nicht die anderen Kunden hier vergrauen, nur weil jetzt die Models hier sind. Da muss sie doch nicht frech werden. Wir haben hier eine Party nur für Models und du bist offensichtlich kein Model. Ich soll kein Model sein. Emma, jetzt lass mich da endlich rein. Also ich wollte mir einen Kaffee holen bei deiner Mutter. Du kannst doch hier deine Tante nicht ausladen. Komm, lass mich durch. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Noch einen Schritt weiter, dann gibt's Ärger. Was ist denn hier eigentlich los? Claudia, deine kleine Tochter verscheucht hier die Kunden. Ich will einfach nur reinkommen. Angeblich sollen hier heute Models hinkommen. So ein Blödsinn. Nein, ich erzähle keinen Quatsch. Ich veranstalte heute hier eine Modelparty und Emma hat wirklich recht. Du kannst hier nicht reinkommen. Ach, so ein Blödsinn. Das haben die sich doch alles ausgedacht. Dann gehe ich irgendwo anders hin und trinke meinen Kaffee. So, alle mitkommen. Hier ist das Café Fun. Hier findet die Party statt. Ach, wie toll. Das ist ja ein schnuckliges kleines Café. Wunderbar. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Da ist Raoul und Gabi und die kommen alle hier mit den Models in mein Café. Hola, Frau Vogel. Vielen, vielen Dank, dass wir heute in Ihr Café kommen können. Das ist so toll hier bei Ihnen. Danke. Bitte.
Bitte was? Das haben die sich nicht ausgedacht? Das ist doch Raoul. Den kenne ich doch aus dem Fernsehen. Na toll, und mich haben sie nicht eingeladen. Das wäre so super für meinen Instagram-Account. Ich hätte so schöne Fotos machen können. Claudia ist so egoistisch. Oh, diese Leckereien. Das sieht alles so lecker aus. Schön. Dieses Café ist einfach nur klasse. Also so wie es aussieht, kommen meine Sachen ganz gut bei den Kunden an. Oh, hallo, hallo Hannah, da bist du ja. Also nochmal vielen Dank, also dass du deine Mutter gefragt hast, ob wir die Party hier veranstalten können. Du hast uns echt gerettet. Super. Ich find's auch super und das finde ich viel besser, als mit Emma Pepper Woods zu gucken oder zu fegen. Eine echte Modelparty in dem Café von Mama. Toll. Alles klar, ich mach mich dann auf den Weg zur Arbeit. Bis später. Wie, was, Martin? Du hast heute Dienst? Ich dachte, du hättest heute frei. Ich muss auch gleich ins Café. Ich dachte, du passt auf die Kinder auf. Claudia, Schatz, du kennst meinen Schichtplan. Also ich habe jetzt Spätschicht. Also ist doch klar, das habe ich dir letzte Woche schon gesagt und auch Anfang dieser Woche. Du weißt das. Ich meine, seitdem diese Modelparty da bei uns war im Café, ich meine, da laufen mir die Leute wirklich förmlich die Bude ein. Ich muss auf jeden Fall ins Café. Die brauchen meine Unterstützung da. Das ist doch in Ordnung, Schatz. Ich meine, du kannst die Kinder doch alleine lassen. Haben wir in letzter Zeit öfters und das war doch kein Problem meiner Meinung nach. Es gab immer, also wir hatten in letzter Zeit keine Unfälle oder kein Chaos. Was meinst du mit keinem Chaos? Wir hatten jedes Mal Chaos. Ich meine, die rufen wieder Onkel Stefan an, der baut hier irgendwas und unser Haus ist im Nun Vergnügungspark. Hey, Platz da vorne, hier kommt Julian Vogel. Genau das mein ich. Oh, Martin ist schon gegangen. Naja, dann stehe ich jetzt alleine vor dem Problem. Oh, hey, Mama, du bist ja noch da. Also ich dachte, du wärst schon am Arbeiten oder irgendwo anders. Und das war natürlich nur ein Spaß. Ich wollte dich nur testen. Ja, ja. Nein, ich werde auf jeden Fall die Kinder nicht alleine lassen. Ich muss mich irgendwie um einen Babysitter kümmern. Ach so, einen Babysitter möchtest du rufen? Also Onkel Stefan könnte das doch übernehmen. Der macht das immer super toll. Ich mag ihn sehr. Ja, ja. Nein, ich werde nicht Onkel Stefan anrufen. Ich werde mal das versuchen bei Opa. Aber Mama, hier, ich bin doch da. Ich kann doch auf die Kleinen aufpassen. Ich bin ja nun mal so vernünftig und groß. Du weißt aber schon, dass heute nicht Gegenteiltag ist, also hör auf, sowas zu erzählen. Stimmt doch gar nicht. Du bist super nervig. Du bist nervig. Hey, könnt ihr vielleicht mal leise sein? Ich wollte hier gerade Fernsehen Du bist nervig. Psst. Oh nein, Opa hat natürlich keine Zeit, um aufzupassen. Und ich höre schon Julian und Hannah hier rumschreien. Toll. Weißt du was, kleiner Bruder? Das ist jetzt einkassiert. Das nehme ich hier mit in mein Zimmer und das kannst du dir abholen, wenn du dich wieder beruhigt hast. Hey, was wird das? Du kannst dir doch nicht einfach mein Skateboard schnappen. Das gehört mir, sonst klaue ich was aus deinem Zimmer, wenn du mir das nicht zurückgibst. Oh, was mache ich denn jetzt nur? Ich werde mal versuchen, im Internet irgendwie eine Babysitter-Agentur zu finden. Die sind total aufgedreht, die Kinder heute. Das hier klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das wäre doch was für die drei. Und ob ich den Skateboard nehme? Das gehört mir, das ist mein Skateboard. Nein, ich hab das jetzt. Weg Hallo, hier. Könnt ihr mal leise sein? Ja, ich kann dir ja gleich den Skateboard geben, aber jetzt lass meine Haare los, Julian. Hey, oh Mann, oh. Also so wie das aussieht, ist das die richtige Entscheidung. Ich dachte, ich würde das nicht machen, aber ich muss es jetzt durchziehen. Ja, es geht um drei Kinder. Alle sind total aufgedreht. Die brauchen dringend mal ein bisschen Ruhe. Oh, perfekt. Leichter als gedacht. ASMR-Kati kommt gleich vorbei und passt auf die drei auf. Super. Wenn du nicht sofort meine Haare loslässt, Julian, dann gibt's richtig Ärger. Mir egal. Hallo, ihr drei. Könnt ihr mir mal eben zuhören? Also, es kommt gleich eine Babysitterin und ich muss eine zur Babysitterin? Arbeit. Babysitterin? Ich hab dir doch gleich gesagt, dass ich auf die anderen aufpassen kann. Mama, wirklich? Nein, heute ganz bestimmt nicht. Ihr seid viel zu aufgedreht. Das würde das reinste Chaos geben. Kommt nicht in Frage. So, ich habe mich schon mal fertig gemacht für die Arbeit. Ich bin startklar und ich glaube, unten hat es auch schon geklingelt, gerade an der Tür. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hat schon an der Tür geklingelt. Das muss die Babysitterin sein. Und alles nur, weil ihr immer so Chaos verbreitet. Sonst hätte ich wieder auf euch aufpassen dürfen, aber nein. Oh nein, oh nein, oh nein, da ist sie. Das ist doch die Babysitterin. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Du musst der Julian sein. Das ist also die Babysitterin. Irgendwie kommt die mir auch ein bisschen bekannt vor. Ach, super, da sind sie ja. Toll, dass das so schnell geklappt hat. Kommen Sie rein. Hallo. Mein Name ist ASMR-Kati. Mama, geht's der Frau gut? Warum redet die so komisch? Emma, Hannah, das ist jetzt kein Spaß mehr. Wir müssen nach oben. Das ist ganz ernst. Also eins kann ich euch sagen, das ist, glaube ich, die verrückteste Babysitterin, die wir jemals hatten. Ja, ja. Und dieser Blick immer, wenn sie redet, ganz komisch. Also ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, sie können meine Kinder gut beruhigen. Ich bin da mal weg. Auf jeden Fall. Ich kann eigentlich jeden beruhigen. Jetzt muss ich noch ein paar Sachen finden, um schöne Geräusche zu machen. Oh, ein Skateboard. Ach, das hört sich ja schön an. Und diese Zimmerpflanze. Oh, wie beruhigend. Und hier steht die Spülmaschine noch auf. Wenn ich die jetzt zumache. Oh, das klingt toll. Och, und dieses flauschige Kissen. Sehr schön und beruhigend.
Ja, und was sollen wir jetzt machen? Wie werden wir die jetzt los? Können wir nicht einfach einen Schleimeimer über den Kopf gießen? Emma, das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oder was wäre denn, wenn wir... Oh nein, das wird nicht klappen. Oh, ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn mit der Babysitterin? Ich werde mal ganz unauffällig schauen, wo sie ist. Oh, dieses Geräusch liebe ich. Ach, toll. Hm, was macht die denn da mit dem Stift? Oh, das hört sich irgendwie super an. Oh, ja, wirklich sehr gut hört sich das an. Anna, was machst du denn da? Ist das dein Ernst? Warum... Hä? Willst du gerade jetzt schlafen auf der Treppe? Hanna, wenn du müde bist, dann leg dich doch einfach in dein Bett zum Schlafen. Ich meine, so auf der Treppe, das ist ein bisschen komisch. Oh, dieser Topf. Ah, der hört sich auch sehr, sehr schön und beruhigend an. Bin ich eingeschlafen? Oh, ich höre ein neues Geräusch. Und das klingt auch total klasse. Was macht die denn da? Komm, Emma, wir gehen da mal hin. Das klingt doch super. Hey, unsere Besprechung ist noch nicht zu Ende. Ich dachte, wir wollten reden, wie wir sie loswerden. Oh, toll. Hallo, ihr müsst Emma und Hanna sein. Ich bin ASMR Kati. Du bist ASMR Kati? Ich hab schon mal von dir geträumt. Cool. Und was machst du so, Kati? Ich werde euch beruhigen und dafür habe ich schon schöne Sachen hier im Haus gefunden. Kommt mal mit. Ihr könnt es euch hier ganz bequem machen und dann könnt ihr meine Show genießen. Ah, Show. Ja, sie will wahrscheinlich irgendwas im Fernsehen gucken. Das will ich auch. Ja, genau. Super. Legt euch hin, macht's euch bequem, nehmt euch noch ein Kissen. Hä, Hanna, willst du jetzt schlafen? Das ist bequem hier. Ich dachte, wir gucken was im Fernsehen. Hier hört sich das nicht beruhigend an? Schön, oder? Ja, stimmt. Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Irgendwie schon. Ich bin schon fast eingeschlafen. Hä, ich verstehe das nicht. Jetzt Emma wird auch ganz müde und Hanna ist auch schon ganz müde wegen so komischen Geräuschen. Ist das etwa Hypnose? Das verstehe ich nicht. Hier habe ich noch ein ganz tolles Geräusch für euch. Hört mal. Also bei den beiden hat das schon mal sehr gut geklappt. Dann schaue ich mal, wo der Junge, der Julian ist. Mit welchem Geräusch kann ich denn wohl Julian beruhigen? Oh oh, sie kommt, sie sucht doch bestimmt mich oder nicht. Nein, ich will nicht schlafen. Ich glaube, das Skateboard wird ihm gut gefallen. Ja, wie sich das anhört, ja, sehr schön. Hey, was wird das? Jetzt ist aber hier schwarz vorbei, das ist mein Skateboard. Oh, ich merke sehr aggressive Stimmung. Beruhig dich doch ein bisschen. Ich will dich doch nur mit diesem Geräusch beruhigen. Oh nein, ich werde ganz aggressiv dadurch, dass du mich beruhigen willst. Das macht mich noch aggressiver. Aber das ist doch schön, diese Geräusche. Du kannst dich gerne hier hinsetzen und dann werde ich ein paar schöne Geräusche für dich aussuchen. Oh nein, ich werde mich nicht hinsetzen. Du kannst dich hinsetzen. Vielleicht gefallen ihm die Büchergeräusche, wenn ich das Buch auf- und wieder zuklappe. Tut mir leid, aber das beruhigt mich gar nicht. Also das erinnert mich eher an Matheunterricht, an die Schule und das will ich gar nicht. Ich habe Sommerferien. Hör doch mal genau hin, Julian. Ist das nicht schön? Nein, das ist nicht schön. Das nervt. Hör jetzt auf. Oh Mann, ich gehe jetzt nach oben in mein Zimmer und ich möchte in Ruhe gelassen werden, damit das klar ist. Halt, warte doch. Oh, dieser Julian ist nicht ganz einfach. Vielleicht wird ihm dieses Geräusch besser gefallen. Also ich verstehe nicht, wie Emma und Hanna einschlafen konnten. Also diese Geräusche und so, die haben mir gar nicht gefallen und sonst auch. Ich werde jetzt an meinem Tablet ein bisschen zocken. Ich verstehe nicht, wo Mama und Papa diese Babysitterin gefunden haben. Die ist ja total verrückt. So, jetzt werde ich mal hier ganz vorsichtig das Geräusch machen. Vielleicht hört Julian das dann aus seinem Zimmer und es gefällt ihm. Oh, die versucht schon wieder irgendwas. Das ist doch die Babysitterin. Oh, Mann. Das Geräusch gefällt dir auch nicht, Julian? Schade. Was ist denn hier los? Wir haben Julian schreien gehört. Was machen Sie mit ihm? Ach, ich hatte so ein tolles Geräusch. Julian wollte das nicht hören. Wenn ihr wollt, legt euch dahin. Dann werde ich für euch das Geräusch machen. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das entspannend finde, aber ASMR-Kati macht das ganz gut, fast besser als Fernsehen. Ich liebe diese Geräusche. Na, ich will diese Geräusche nicht hören, also für mich ist das gar nichts. Also diesen Julian zu beruhigen, das ist wohl unmöglich. Oh nein, ASMR, das ist nichts für mich, vielleicht für Emma und Hanna. Und wie sieht's bei euch aus? Gefällt euch sowas? Also mir nicht. Oh Hanna, unser Plan ist sowas von perfekt, wir werden ihn auf jeden Fall pranken, das wird funktionieren. Ja, und wer sind da die Prankmaster? Wir sind die Prankmaster. Oh, perfekt. Und Julian ist auch immer noch am Schlafen. Dann mach mal schnell weiter mit den Buchstaben, Emma. Ist das hier ein B? Ich kann auch noch nicht lesen. Nein, Emma, das ist schon perfekt. Genau das ist das B. Was ist das denn hier? Buchstaben? Wer hat die denn da hingelegt? Ich höre da oben Hanna und Emma. Ach, das ist ja wirklich nett von Hanna. Ich glaube, Emma wird jetzt das Lesen beigebracht.
Und das auch schon am frühen Morgen. Ich werde jetzt erstmal Frühstück machen. Oh, wir haben echt Glück, dass Julian immer noch schläft. Wir sind jetzt fast fertig. Also die Buchstaben sind alle verteilt. Oh ja, perfekt. Die ganze Treppe runter bis hier vorne zum Pool. Alles klar, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Wir haben ja alles besprochen. Ja. Ich glaube, so langsam sollte ich aufstehen und... Was ist denn hier los? Warum kann ich mich nicht bewegen, hey? Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich habe eine Spinne, oder? Nein, ich wurde gefesselt von dem Dieb. Ich glaube, hier wurde eingebrochen bei uns in der Luxusvilla. Hilfe! Oh, das war Julian. Das war Julian, oh nein. Also anscheinend ist er wach geworden. Dann müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Los! Oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh, ich hoffe, den anderen geht's gut. Das klingt wohl so, als wenn Julian aufgewacht wäre. Oh, kaum ist er wach, schreit er hier schon rum. Ja, ich wäre aber nicht Julian Vogel, wenn ich mich nicht irgendwie befreien könnte. Und das schaffe ich. Tada, die erste Hand ist schon frei. Aber was ist das? Also, irgendwie ist das schon komisch. Was ist das für ein pinkes Seil? Also, gehört das nicht Hanna oder so? Komisch. Ha, ich hab's geschafft. Ich bin ein richtiger Künstler. Ich könnte so als Zauberer auftreten oder so im Fernsehen. Hey, Emma, alles in Ordnung bei dir oder wurdest du auch gefesselt, Emma? Also, bei Emma sieht's eigentlich aus wie immer. Irgendwie komisch. Ich meine, wenn hier Diebe drin gewesen wären, dann wäre das doch viel chaotischer. Ich glaube, ich geh mal... warte mal. Das war doch eben... War das eben auch schon da? Was liegt denn hier auf dem Boden? Oh cool, ich glaube, ich hab's verstanden. Da waren hier keine Verbrecher bei uns, sondern ich glaube, das ist so ein Escape Room, ja. Aber was steht denn da? G-G-E-H, okay. Also ich glaube, ich muss auf diesen Stein bleiben. Ja, wer weiß, was sonst passiert. Geh ins Freibad, ins Kino, wohin soll ich denn? Oh, ich sehe schon den nächsten Buchstaben. Ein B. Dann ein A und ein D. Oh, geh ins Bad. Okay, ich muss ab ins Badezimmer, ganz schnell. Aber hier liegen noch weitere Buchstaben. Du? Oh, gerade noch geschafft. Alles vorbereitet. Das war ganz schön knapp. Jetzt müssen wir aber noch warten auf Julian. Du bist... Ja, was wohl? Cool oder nicht? Ich sehe zwei O's und dann F. Das muss doch cool heißen. Ja, am Ende muss noch ein L. Und wo ist der andere Buchstabe? Oh, Julian ist cool. Das wusste ich doch von Anfang an. Und ich bin der Beste hier in diesem Escape Room. Oh, ich glaube, das war Onkel Stefan, der das für mich vorbereitet hat. Oh, so könnte jeder Tag in den Sommerferien sein. Hast du das, Emma? Der ist total begeistert. Dabei wollten wir ihn nochmal richtig pranken. Ja, ich dachte eigentlich, der wird sich total ärgern und richtig wütend sein. Aber naja, wenn er gleich hier unten ankommt, ich glaube, dann wird er noch wütend. Dann werden wir ihn erst recht pranken. Oh, das ist ja aufregend. Das geht sogar weiter. Was steht da? G, E, H, also G. Oh, ich muss schon wieder irgendwo hingehen und dann gibt es wahrscheinlich den nächsten Hinweis. Oh, ist das cool, Onkel Stefan. Aber wohin denn? Also ein R ist schon mal unter mir. A und U. Und ein S. Achso, geh raus. Okay, auf die Terrasse oder wohin? Zum Pool? Oh, ich glaube, was draußen. Ich weiß, was draußen ist. Ein riesengroßer Freizeitpark. Nur für mich. Oh ja, ist das schön. Hm? Hey Julian, guten Morgen. Warum bist du denn so aktiv? Alles in Ordnung? Oh nein. Jetzt kommt Mama auch noch in die Quere. Aber Julian, der muss jetzt zum Pool kommen. Unbedingt. Genau. Oh, was hier los ist? Gar nichts. Außer, dass es gleich in den Freizeitpark geht. Oh, ich frage am besten gar nicht erst nach. Mach du mal, Julian. Viel Spaß. Und dann schon wieder. Augen? Was heißt das denn jetzt? Ach so, Augen zu. Jetzt kommt, glaube ich, die Überraschung. Ich muss meine Augen zumachen. Alles klar. So, ich kann nichts sehen. Versprochen. Onkel Stefan, du kannst ruhig rauskommen. Komm, Hanna, jetzt kommt der nächste Punkt von unserem Plan. Los! Okay, ich stehe jetzt hier. Meine Augen sind zu, Onkel Stefan. Wo bist du denn? Bei drei schubsen wir ihn, Hanna, los. Eins, zwei, drei. Hey, was wird das? Was wird das? Wo ist Onkel Stefan? Haha, jetzt haben wir ihn wirklich gebrannt. Oh, Mann. Hey! Oh, Mann, er ist komplett verschleimt. Was ist das denn? Ist das etwa Pudding oder Schokoladenschleim? Und das haben wir jetzt im ganzen Pool? Cool. Oh, ich sag euch, dieser Tag ist super. Hab ich heute Geburtstag oder wie? Oh Mann, es hat alles keinen Zweck. Julian freut sich schon wieder. Der ärgert sich überhaupt nicht. Das mit dem Prank hat wohl gar nicht funktioniert. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich dachte wenigstens, dass er sich darüber ärgert, über den Matschepool. Naja, im Gegenteil. Er hat sich nicht darüber geärgert, dass wir ihn gefesselt haben, dass wir ihm komische Nachrichten geschrieben haben und er ärgert sich nicht über den Matschpool. Ja, ich liebe diesen Pool. Kann man diesen Schleim denn essen? Kommt doch rein, los, hey, ihr dürft ruhig. Okay, reinkommen? Eigentlich nicht. Julian, findest du den Pool überhaupt nicht ekelig oder so? Oder unangenehm? Was soll denn hier bitte eklig sein? Das ist wie Schokoladenpudding. Besser geht's doch gar nicht. Also der Frühstückstisch ist jetzt gedeckt, aber irgendwie kommt keiner. Wo sind denn die Kinder? Hanna, Julian, Emma, alles in Ordnung? Wo seid ihr denn? Wir sind hier am Pool. Im Pool? Aber da ist doch gar kein Wasser drin. Was wollen die denn da drin? Nein, Wasser nicht, aber wir haben hier super coolen Schleim oder Pudding, was das auch ist. War das deine Idee? Och nee, typisch Julian. Das warst du doch schon wieder, oder? Das gibt wirklich Ärger.
oh nein, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Brauchen wir lieber Hannah und Emma. Wie bitte? Ihr sollt das gewesen sein, Hannah und Emma? Warum habt ihr das gemacht und warum dann so ekliger brauner Schleim auch noch? Also, wie sollen wir sagen, Also ich glaube, heute ist mein Geburtstag, also mein zweiter Geburtstag. Ich habe ja einen anderen Tag, aber heute ist auch mein Geburtstag und ich glaube, das war mein Geschenk. Julian, heute ist nicht dein Geburtstag. Ich verstehe das gar nicht. Wie kommst du denn darauf und wo kommt dieser Schleim jetzt her? Also wir wollten Julian damit eigentlich überraschen, weil er ist unser Lieblingsbruder. Ja, ganz genau. Genau, gute Idee. Und ja, wir haben dir nichts davon gesagt, damit du es nicht Julian verrätst. Und wir sind alle total begeistert und springen jetzt alle in den Pool rein. Oh, ich finde den schon irgendwie nicht so toll. Hannah und Emma wollten Julian überraschen? Das finde ich ja äußerst komisch. Ja, ich meine, das sollte kein fieser Prank oder so werden. Nein, gar nicht. Ich meine, wir wollten ihn überraschen und schau doch mal, wie er sich freut. Wow. Und was soll hier das Ganze auf dem Boden? Was steht da? Zu? Und da Augen zu. Ach so, Julian sollte die Augen zumachen, damit er sich mehr freut. Also ist das mit Überraschung doch richtig. Ach, eigentlich bin ich ja nicht davon begeistert, aber naja, was soll ich machen? Erstmal ein Auge zudrücken. Ich gehe in die Küche. Leute, ich bin jetzt da. Also die Nachtschicht, also die hatte es echt in sich. Ich bin müde und will einfach nur ins Bett. Ach, Martin, gut, dass du da bist. Weißt du, was sich die Kinder schon wieder geleistet haben? Was denn? Hannah und Emma haben doch wirklich für Julian einen Schleimpool vorbereitet. Martin, stopp mal. Wo willst du denn jetzt hin? Gehst du jetzt direkt ins Bett? Oh, nein, nein, nein. Ich gehe ganz bestimmt nicht ins Bett. Ich weiß, wo ich hingehe. Und jetzt Platz da. Hier kommt Martin Vogel, der Papa. Genau das brauche ich. Ein schönes Bad hier im Schleimpool. Besser geht's doch gar nicht. Oh, super. Jetzt machen wir eine Schleimpool-Party mit all unseren Freunden. Super Ferientag heute. Naja, das ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir dachten, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wir sollten auch unsere Freunde anrufen und hier reinkommen. Schleimpool-Party! Steve, glaub mir doch mal, wenn du fragst, dann wird sie auf jeden Fall ja sagen. Sie mag dich einfach und ich bin der Sohn und mich mag sie nicht so. Also sie sagt immer, sie liebt mich, aber ich weiß ja nicht. Entschuldige, Julian, aber erinnerst du dich nicht an das letzte Mal? Also da hat sie mich auch rausgeschickt und da habe ich auch Ärger bekommen. Du musst fragen, ob du bei mir schlafen darfst. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab was anderes im Kopf. Ich werde schon fragen. Los, wir gehen nach unten. Hey Mama, schönen guten Tag. Und du guckst Fußball oder was? Ist ja komisch. Du, aber ich finde das ganz toll, was du machst. Du bist immer so weltoffen und so. Und naja, der Steve wollte ich was fragen. Los, Steve, frag schon. Julian, was soll das? Oh, toll, jetzt muss ich fragen. Frau Vogel? Also gut, ich frag ja. Also, Frau Vogel, ich wollte fragen, ob der Julian bei mir schlafen kann heute. Wir haben ja noch Sommerferien und... Naja, da wollte ich fragen, ob er bei uns schlafen kann, nicht hier bei euch. Ach, nee, Steve, das kommt nicht in Frage. Ich meine, ihr könnt euch den ganzen Tag verabreden und so, aber Julian schläft heute hier. Oh, toll, wie du gefragt hast, Steve. Super, ich meine, du hättest immer so richtig dort sagen sollen, oh, du hast schöne Haare und so, aber das machst du ja nie. Ja, was soll ich sagen, wenn ich keine schönen Haare hat? Hey, das ist meine Mama. Ja, du weißt schon, was ich meine. Wie gesagt, ihr könnt euch wirklich den ganzen Tag irgendwas vornehmen, auf den Spielplatz gehen oder was auch immer, aber übernachten, nein. Jetzt! Yes. Der neue Wasserpark in Playmobil City ab sofort eröffnet. Oh, hast du es gehört? Ja, super, ein neuer Wasserpark. Lass uns dann sofort hin. Deine Mama hat das ja erlaubt, oder? Alles außer den neuen Aquapark. Ich meine, alles außer Schwimmen. Könnt ihr nicht irgendwie... Das hast du nicht gesagt, Mama. Blumen pflücken gehen oder so? Tut mir leid, Mama, aber du hast gesagt, wir dürfen alles andere unternehmen. Und das heißt auch Schwimmen. Es gibt einen neuen Wasserpark in Playmobil City. Hast du das gehört, Hanna? Was? Neuen Wasserpark hier in Playmobil City? Das gibt's doch nicht. Ja, kam gerade in der Werbung und Mama erlaubt uns auch dahin zu gehen, weil sie hat gesagt, wir dürfen alles machen, ich darf nur nicht bei Steve schlafen. Aber doch nicht in den Aquapark mit der ganzen Familie. Oh nee, der Mama, es ist kein Aquapark, sollen. Es ist ein Wasserpark. Ist doch das Gleiche. Ja, es ist vielleicht das Gleiche, aber der ist neu und da wollen wir hin. Emma, Wasserpark. Ihr wolltet mich doch nicht einfach hier zu Hause lassen, oder wolltet ihr ohne mich losgehen, Mama? Nein, Emma, natürlich nicht. Ich meine, wollen wir nicht lieber zu Hause bleiben und Peppa Wutz gucken? Ach, jetzt wollen alle Kinder mit. Also ich wäre dafür, dass wir alle in den Wasserpark gehen. Philipp, du kommst doch bestimmt auch mit. Oh, da mache ich mich direkt fertig. Ich werde mir sofort meine Badesachen anziehen. Das wird toll. Kinder, was ist denn hier los? Ich wollte nur ein bisschen schlafen, Mittagsschlaf halten. Und ihr macht hier wieder nur Ärger. Oh, endlich die Stimme der Vernunft. Martin, kannst du deinen Kindern bitte sagen, dass wir nicht in den neuen Wasserpark gehen? Okay, wir gehen heute nicht in den... Was? In den neuen Wasserpark? Es gibt einen neuen hier bei uns? Kinder, macht euch bereit. Los geht's. Oh nein, habe ich gerade Stimme der Vernunft gesagt? Ich meine, wenn es um Wasserparks geht, da ist Martin nicht mehr zu halten. Das hätte ich wissen müssen. Los geht's, ab in den Wasserpark! Super! Oh, und vielleicht gibt's ja irgendwas Cooles da, irgendeine coole Aktion, weil heute Neueröffnung ist. Das wäre richtig cool. Oh, schaut euch mal diesen neuen Wasserpark an, der sieht richtig cool aus.
mit einem riesigen Becken und jetzt auch noch... Wow, was ist das denn für eine Rutsche? Sieht ja richtig cool aus und so ein Spielgerüst oder so. Und was ist das da in der Mitte? Ist das... Oh, das sieht ja richtig cool aus. Ist so ein Strudel oder so. Und guck mal, ein riesiges Café und Eis können wir uns auch holen. Ich hole mir Waldmeister-Eis, ist doch klar. Also für mich sieht er aus wie der alte Wasserpark. Also ich sehe da keinen Unterschied. Oh, ist ja klar, weil du alt bist vielleicht. Also ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Der ist total cool. Guck doch mal, die Rutsche ist grün und beim anderen Wasserpark war die gelb oder rot oder so. Oh, und Pia ist auch da. Hey, Pia, ich gehe direkt mal zu Pia. Wir sollten uns vielleicht auch entspannen, Schatz. Ich meine, vielleicht holen wir uns ein Eis oder einen Tee oder einen Kaffee. Oh, ich denke, ich werde mich ein bisschen entspannen. Mann, es ist auch schon wieder total heiß hier. Philipp, kommst du da mit? Komm, wir gehen zu Pia. Ja, Philipp, geh mit zu den Mädels. Steve, wir gehen jetzt auf die Rutsche. Aber sowas schon, und dann machen wir richtig Stau da. Hm? Jungs, kann ich nicht bitte mitkommen? Ich muss nicht zu den Mädels. Oh, Philipp, das war ja wohl klar. Dann bleib halt bei den Jungs. Ich geh zu Pia. Und Papa, du kommst mit mir mit. Wir können uns dann ein bisschen im Becken entspannen. Ja gut, Prinzessin. Claudia, du hast es gehört. Ich gehe dann mit Emma mit. Du kannst ja alleine ins Café. Oh, ist das herrlich. Da habe ich ja absolut nichts gegen. Kalten Orangensaft nur für mich alleine. Ach, sieh mal einer an. Wer ist denn da? Die Vogels natürlich. Ist ja wohl klar, dass die hier auftauchen und den ganzen Aquapark hier, ich weiß nicht, mit ihrer Anwesenheit ruinieren. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh, dabei ist doch heute wohl wieder hier ein neuer Sprungwettbewerb. Das kann doch nicht sein. Und Julian ist hier. Okay, ich sehe jetzt keine Ampel. Ich sehe nur diese blaue Fahne. Darf ich jetzt schon oder nicht? Ja, du darfst, aber immer nur einzeln rutschen. Okay, vielleicht zu Anfang. Hier kommt Julian Vogel. Oh Mann, ist diese Rutsche schnell. Oh, ist das Wasser kalt? Warum ist das denn noch so kalt? Okay, ich habe nicht geduscht, vielleicht deswegen. Entschuldigen Sie, ich hätte da mal eine Frage. Ich meine, der Wasserpark, der hat ja neu eröffnet. Gibt's hier denn irgendeine Aktion heute oder irgendein Spiel? Ich meine, er ist neu eröffnet, der erste Tag. Ach, gut, dass du sagst. Also, ich sollte vielleicht eine Ansage machen. Hallo, hallo, liebe Leute, herzlich willkommen im neuen Wasserpark. Heute gibt es mal wieder einen Sprungwettbewerb. Oh, Papa, hast du das gehört? Es gibt einen neuen Sprungwettbewerb. Willst du da mitmachen? Das wäre cool. Ja, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich meine, dann kann ich den Jungen hier mal zeigen, was für alte Tricks ich so drauf habe. Oh Mann, ist das klasse, ein neuer Sprungwettbewerb. Oh, das ist doch bestimmt schon ein Jahr her, dass wir einen gemacht haben, hier so einen richtigen im Wasserpark und dann noch im neuen. Ich werde gewinnen. Ach, das werden wir natürlich noch sehen. Ich meine, Familie Schnösel, wir werden auf jeden Fall gewinnen und den Sieg nach Hause holen. Los, Philipp, wir machen das einfach doppelt. Los! Hey, ihr beiden, hallo. Ich habe doch gesagt, nur einzeln. Zu spät! Oh. Also, alle nochmal zuhören. In 5 Minuten beginnt der Sprungwettbewerb. Wir bringen nur noch kurz das Sprungbrett an und dann kann's losgehen. Cool. Von welcher Höhe wohl? Meine Damen und Herren, es kann losgehen und wir springen heute vom 3-Meter-Brett. Und die Jury ist heute eine Sprungweltmeisterin, die Ashley Go. Ach, und ich sehe, hier haben wir auch unseren ersten Springer. Oh ja. Und ich glaube, danach braucht keiner mehr springen, denn ich werde gewinnen. Das war ja sowas von klar, dass mein Mann da wieder mitmachen muss. Ich hoffe nicht, dass er sich da irgendwie verletzt. Ich schaue mir das Ganze aus sicherer Entfernung hier von der Rutsche an. Oh Mann, ich glaube, Papa wird das sowas von nicht hinbekommen. Der kann doch gar nicht springen. Alles klar, das Becken ist frei. Sie dürfen. Sie dürfen hier springen. Aber warum ist das denn so hoch? So hoch habe ich das gar nicht in Erinnerung. Das sah gar nicht gut aus. Eieiei, das tat weh. Oh, Papa, das nennt man Rückenklatscher und dafür bekommst du bestimmt ganz, ganz wenige Punkte. Eieiei, das tut mir ja leid, aber das sind nur 2 Punkte. Mann, war das schlecht. Wow, 2 Punkte, wie viel? 3 oder was ist? Also bin ich gut? Martin, es gibt 10 Punkte. Ich meine, das ist ja peinlich. So, und als nächstes möchte wohl Steve springen. Viel Glück, junger Mann. Ach, was, ich brauche kein Glück. Das ist alles Köln. Ich zeig euch jetzt mal einen richtigen Sprung. Los, Steve, dafür haben wir so lange geübt. Zeig jetzt deinen Sprung. Oh ja, wird kein Problem für mich sein, aber ist doch ziemlich hoch, muss ich sagen. Weg da. Jetzt kommt der Sprung von Steve. Ich nenne ihn Steve-Sprung, ja. Und dann mit Körper ab ins Wasser. Perfekte Landung, will ich mal sagen. Oh, ist das Wasser schön. Hey Steve, das war richtig gut. Das sind bestimmt 10 Punkte. Du hast bestimmt schon gewonnen, bis ich komme. Also ich glaube auch, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, alle anderen brauchen gar nicht mehr springen. Du auch nicht, Julian. Also das war gar nicht mal so schlecht. 8 Punkte, aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Tja, das muss erstmal einer schaffen mit 8 Punkten. Das kriegt sowieso keiner. Das war ein perfekter Sprung, ein perfekter Körper. So, als nächstes dann, Nils Schnösel. Das ist aber ein komischer Name. Also Nils Schnösel als nächstes. Sie sind komisch, ich bin reich. Und ich zeige euch jetzt mal einen neuen Sprung. Dafür habe ich jahrelang, also ein Jahr habe ich dafür geübt. Ich werde ganz einfach rückwärts. Oh, eigentlich wollte ich nicht abrutschen. Was ist das denn hier für ein Sprungbrett, bitteschön?
Au, das war ein Bauchklatscher. Ach, das nennt man wohl Pech gehabt. Ja, ich hoffe, diesem Nils geht's gut. 3 Punkte für dich, Nils. Und, oh. Das gibt es doch nicht. 1 Jahr Übung für umsonst. Ich habe so viel Experten Geld bezahlt und die haben mir Nachhilfestunden gegeben. Und für was? Für gar nichts. Tja, Nils, du hättest mal vielleicht auf mich hören sollen. Ich hab dir doch eine Geheimwaffe verraten. Damit hättest du auf jeden Fall gewonnen. Und als nächstes Tessa. Oh, wow. Was ist das denn für ein Outfit? Nennt mich einfach die Meerjungfrau. Und ja, ich werde mit dieser Flosse springen. Und es wird natürlich perfekt sein. Oh Mann, Julian, guck mal. Ich glaube, Tessa wird das richtig rocken. Das sieht so cool aus. Oh Mann, wie ist sie denn auf die Idee gekommen, jetzt mit so einer Meerjungfrau zu springen? Oh, wahrscheinlich wird die viele Punkte bekommen. Und noch ein Salto. Und natürlich eine perfekte Landung ins Wasser. Wow. 9 Punkte, das war einfach nur wow. Wie bitte? 9 Punkte? Naja, immerhin bin ich Erster. Oh Mann, wie soll man das denn jetzt schaffen, wenn sie nur 9 Punkte bekommt und das war ein perfekter Sprung mit einem Salto? Hey, ich muss dir sagen, das hast du echt gut gemacht. War ja klar, jetzt verbündet sich Steve natürlich mit dem Feind, aber ich habe noch was in der Trickkiste. So, als nächstes kommt der amtierende Meister, Julian Vogel. Ach stimmt, du warst das. Du hast wohl letztes Mal gewonnen. Mal gucken, ob du es im neuen Aquapark auch schaffst. Aber natürlich schaffe ich das. Ich bin der Meisterspringer. So, und ich werde rückwärts einen zweifachen Salto machen. Und hopp, wow, und nochmal. Und perfekte Landung. Nicht schlecht, Julian. 8 Punkte für dich. Du hast sogar mein Kärtchen nass gemacht. Oh, was? 8 Punkte? Damit ist ja Tessa besser als ich. Oh, aber die Schnösel dürfen nicht gewinnen. Alle, nur nicht die. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Springer und... Wow, was ist das denn? Noch eine Meerjungfrau? Nein, ein Meerjungmann. So sieht's aus. Was Tessa kann, kann ich schon lange. Im Café hatten die noch ein paar Kostüme und da dachte ich mir, ich nehme auch so eine Flosse. Oh, Philipp, wow, guck mal, Julian, das hättest du mal machen sollen. Nein, tut mir leid. Ich will hier nicht... Also, ist peinlich, aber er kann vielleicht gewinnen. Wie bitte? Wie hat er denn das jetzt auf einmal herbekommen? Also, was für ein Nachmacher. Nachmacher, Nachmacher. Also bitte, also ich meine Nachmacher, sowas gibt es hier nicht. Ist doch eine coole Sache so mit so einer Flosse. So, ich werde es auch wie Julian versuchen, aber halt nur mit einer Meerjungflosse. Also ich werde es versuchen mit 2 Saltos. Oh, ob du das schaffst, wow. Ich weiß es selber nicht, aber es ist ja nur ein 3-Meter-Sprung. Ich werde schon schaffen. Los Philipp, du musst das gewinnen. Tessa darf das nicht gewinnen, auch wenn du peinlich aussiehst. Und hopp, wow, oh. Und, mach's gut, hat es geklappt? Das war perfekt, 10 Punkte für dich. Also das darf natürlich überhaupt nicht wahr sein. Ich bin die einzige Meerjungfrau hier, das ist Betrug. Habt ihr das gesehen? Julian, ich hab gewonnen, ich bin jetzt Meister. Und du, Dritter anscheinend, auch cool. Aber ich hab gewonnen, Hanna. Oh, Philipp, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, Philipp. Ja gut, vielleicht bist du jetzt Erster, aber ich will eine Revanche. War gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, du hast das richtig gut gemacht, Philipp. Du hast den ersten Platz verdient. Und ich war, glaube ich, der Letzte, oder? Oder kommt noch wer? Und damit haben wir jetzt einen Sieger. Philipp gewinnt hier beim Sprungwettbewerb im neuen Aquapark. Ihr könnt mir das ruhig glauben. Ich war mit Mama letztens im Aquapark und da haben wir bei einem Rutschwettbewerb mitgemacht und wir haben sogar gewonnen. Was? Das glaube ich nicht. Das klingt ja gar nicht nach Mama. Rutschen und Wettbewerb? Glaube ich nicht. Also ganz ehrlich, Emma, ich glaube dir das nicht. Ich kaufe dir das nicht ab. Es gibt niemanden, der weniger gerne in den Aquapark geht als Mama. Doch, ich kann mir ruhig glauben, ich lüge nicht. Ich meine, da waren sogar Meerjungfrauen und Mama hat gegen die Meerjungfrauen gewonnen, weil die sich immer mit ihren Flossen in der Rutsche so verhakt haben. Also wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt ihr sie gerne fragen. Sie wird euch das bestätigen, ich lüge nicht. Ich weiß ja nicht, aber ich nehme sicherheitshalber mal mein Tablet mit, weil wahrscheinlich willst du dann hier wieder mein Tablet klauen oder irgendwas anderes. Also ich glaube, Emma will uns nur wieder einen Bären aufbinden. Mama ist nun mal nicht so schwimmbegeistert wie wir. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die anderen immer denken, dass ich lüge oder dass ich sie beklauen will. Ich mach sowas nicht. Hallo, ich bin ein liebes und artiges Kind, glaube ich. Na, ihr beiden Großen, wie kann ich euch weiterhelfen? Was schaut ihr mich so an? Also, eine Frage, Mama, nur um das klarzustellen. Warst du letztens mit Emma zusammen im Wasserpark und hast gegen Meerjungfrauen auf einem Rutschenwettbewerb gewonnen? Ja, das habe ich. Das klingt zwar total verrückt, aber ich habe da wirklich dran teilgenommen. Ich hätte das nie von mir gedacht. Ich meine, das war der absolute Wahnsinn. Was? Freiwillig hättest du das doch niemals gemacht, Mama. Also, was hat dir Emma gegeben? Ihr ganzes Taschengeld? Das stimmt, Johann. Ich bin ein viel zu großer Angsthase, als dass ich mich da freiwillig angemeldet hätte. Aber Emma hat das einfach hinter meinem Rücken gemacht und dann hatten wir irgendwie keine andere Wahl. Und ich habe es einfach gemacht. Das war einfach total verrückt. Leute, ich sag's euch. Ich meine, ich hatte so viel Angst davor und dann bin ich diese Rutsche runtergerutscht und dann haben wir auch noch gewonnen und es war einfach abgefahren. Na, was habe ich gesagt? Ich habe doch gesagt, ich lüge nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Es ist so gewesen.
Julian, hast du Mamas Augen gesehen? Sie war total begeistert. Ich glaube, so viel Spaß hatte sie noch nie. Ja, die hatte so richtig Feuer in den Augen. Also nicht echtes Feuer, aber es sah so aus, als ob sie wirklich begeistert wäre. Wie bei mir, wenn ich Roblox zocke. Oh, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, oh Mann, dadurch strömt mein Körper direkt wieder das Adrenalin. Das war sowas von wild. Ja, ja, und mich dann mal hier wieder als Lügnerin dastehen lassen. Ja, wollt ihr euch nicht wenigstens entschuldigen? Ne, mach ich trotzdem nicht. Vielleicht hast du jetzt einmal nicht gelogen, aber sonst machst du es immer. Also nein, danke. Leute, wo wollt ihr hin? Ich wollte euch doch noch von meinem Plan erzählen. Das war erst der Anfang. Also, ihr habt sicherlich gemerkt, dass Mama total aus dem Häuschen ist wegen diesem Wettbewerb. Und ich meine, wir könnten nochmal so einen Wettbewerb starten. Das wäre total cool. Aber mit Schwimmen, ich meine, das kann Mama auch nicht so gut. Also, Emma hat recht. So viel Begeisterung zeigt Mama sonst nie. Und sie tut so viel für uns. Vielleicht sollten wir das für sie tun. Ja, ich habe mir einige Schulden kommen lassen in meinem Leben. Also, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich mal Danke sage oder irgendwie sowas. Okay, wir sind dabei. Was sollen wir machen? Boah, richtig cool. Ich finde das total klasse. Wir können direkt loslegen. Oh Mann, das wird sowas von cool. Also erstmal müssen wir Mama irgendwie in den Aquapark kriegen. Ich weiß zwar nicht wie, aber keine Ahnung. Wir müssen da irgendwie drüber diskutieren. Keine Ahnung. Also freiwillig wird sie da nicht hingehen. Und so toll ist das Wetter auch nicht. Oh, ich habe eine Idee. Hanna, du kannst ja so tun, als wärst du jemand vom Kochclub und dass ihr was da machen wollt. Und du kannst sie ja da hinlocken. Ja, das ist total genial. Julian, Mann, hast du gute Ideen. Okay, nimm das Telefon und dann geht's los. Ruf einfach unten an. Sie geht ran, bestimmt. Alles klar, dann wollen wir das mal probieren. Und ich glaube, es klingelt auch schon, ja. Und wer mag da denn dran sein? Ach, ich verpasse schon wieder meine Serie. Claudia Vogel, hallo. Mit wem spreche ich denn da? Hier ist vom Kochclub. Sag einfach Sandra, sag Sandra. Da ist bestimmt irgendjemand Sandra. Sandra. Sandra vom Kochclub bin ich. Was machst du, Claudia? Ach, Sandra, das ist schön, dass du anrufst. Also, ich mache nicht viel. Was steht denn an? Treffen wir uns wieder? Oh, ich glaube, es klappt. Also, wie ich das von ihr beobachten kann, doch, eine Sandra gibt es, glaube ich, auch im Kochclub. Ja, Claudia, wir treffen uns vom Kochclub und zwar im Aquapark. Im Aquapark? Aber da haben wir uns doch noch nie getroffen. Was gibt's denn da im Aquapark? Ich meine, haben die da überhaupt eine Küche? Da gibt's doch auch einen Imbiss oder so. Erzähl da was, also wie man richtige Pommes machen kann. So ganz, ganz leckere. Ja, ja. Ah, gute Idee. Claudia, wir üben heute im Imbiss, wie man richtige Pommes macht. Das klingt wirklich interessant. Das wollte ich schon immer mal wissen. Bei mir werden die nie so knusprig. Ach ja, und sie muss auf jeden Fall ihre Badesachen mitbringen, wegen ihrer Lebensmittelhygiene. Man darf nur in Badesachen Pommes machen. Ach ja, Claudia, und noch ganz wichtig, vergiss deine Badesachen nicht. Also im Schwimmbad darf man nur in Badesachen kochen. Also das ist mir neu. Im Schwimmbad darf man nur mit Badesachen kochen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Das wird klasse. Oh yeah, das hat geklappt. Cool. Lebensmittelhygiene? Sag mal, Emma, woher kennst du diesen Begriff? Den kenne ich noch nicht mal. Warst du wieder auf Wikipedia? Nein, aber ich muss ständig diese Restauranttester gucken mit Mama und da reden die von nichts anderem. Lebensmittelhygiene. Aha. Hier und da und bla bla. Ach, ist doch auch egal. Und pst, ich glaube, Mama ist im Anmarsch. Ach, hey Kinder, ich muss spontan leider weg. Ich bin mit dem Kochclub verabredet. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ach nein, das ist gar kein Problem. Alles in Ordnung, Mama. Wo geht's denn hin, Mama? Viel Spaß. Es geht in den Aquapark. Aber eigentlich hätte ich denen das nicht erzählen dürfen. Die hätten doch auf jeden Fall mitgewollt. Warum wollen die nicht mit? Kinder, ich bin dann weg. Ich bin auch nicht lange weg. Ich meine, ich komme wahrscheinlich in 1-2 Stunden schon wieder. Oh Mann, da fällt mir direkt noch was Wichtiges ein. Ich muss doch noch besondere Gäste einladen. Hä, was hat die denn jetzt noch vor? Müssen wir jetzt etwa noch Einladungskarten basteln? Hallo? Hallo, Aqua City, hier ist Emma Vogel. Es geht um einen weiteren Wettbewerb. Hallo? Und zwar heute im Aquapark. Da wollen wir so ein Rennen machen, ja. So wie letztes Mal mit der Rutsche, nur jetzt ein Wettschwimmen. Hallo? Was macht die denn da? Redest du da gerade mit dem Waschbecken? Ja, ich meine, ich muss doch die Meerjungfrauen auch einladen von Aqua City. Und ich habe mal gehört, das ist alles miteinander verbunden, dieses ganze Wasser. Und deswegen habe ich auch schon mit der Toilette geredet. Hoffentlich klappt's. Also jetzt bin ich hier im Aquapark und es ist wirklich menschenleer. Also in dem Becken hier, wo die Rutschen sind, ist einfach mal niemand. Das ist doch nicht normal. Bin ich etwa im falschen Aquapark? Ich meine, es gibt da auch noch diesen neuen, aber war davon die Rede? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt wurden wir alle hier aus dem Becken rausgeholt. Und was findet jetzt hier statt? Mama, mir ist so langweilig. Wie lange müssen wir jetzt hier noch warten? Ich weiß es leider nicht, mein kleiner Schatz, aber ich denke, es geht gleich los. Hoffentlich ist es was Spannendes. Wie sieht's denn jetzt aus bei euch, Kinder? Also, ich glaube, die Gäste werden langsam ungeduldig. Wann können wir starten? Also, ich habe das Gefühl, die Bademeisterin ist heute irgendwie gut drauf. Ist das die Zwillingsschwester oder so? Letztens war die doch voll böse mal. Keine Ahnung, Julian, aber ich glaube, es gibt verschiedene Bademeisterinnen. Manche sind eben nett und manche sind böse und schreien einen an. Leute, jetzt kümmert euch doch mal um das Eigentliche. Ich meine, Mama muss noch kommen. Entschuldigung, Frau Bademeisterin, können Sie hier noch Claudia Vogel ausrufen? Die fehlt noch. Dies ist eine Durchsage. Die Besucherin Claudia Vogel, bitte kommen Sie zum Nichtschwimmerbecken.
Ach, hier bin ich. Ich wollte eigentlich gerade gehen. Bin ich hier richtig? Wo ist denn der Kochclub? Überraschung! Mama! Herzlich willkommen! Was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr seid zu Hause. Habt ihr euch jetzt etwa rausgeschlichen? Ich verstehe das alles nicht. Naja, Mama, wir haben dich angerufen, um dich hierher zu locken, weil heute ist ein weiterer Wettbewerb und der letzte hat dir so viel Spaß gemacht. Wie, was? Wie, aber ich dachte, Sandra hätte angerufen und was soll ich denn jetzt hier und was für ein Wettbewerb? Och, Emma, nicht schon wieder. Hey, wir sind jetzt auch da. Starten wir direkt mit dem Rennen oder können wir uns noch ein bisschen warm schwimmen? Oh, wow, Meerjungfrauen, das darf man sich echt nicht entgehen lassen. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte echt noch ein paar Freundinnen mitgebracht. Mama, los, komm schon, spring einfach über deinen Schatten. Ich meine, bei diesem Rutschwettbewerb hast du es doch auch gemacht. Ja, Mama, du hast doch selbst gegen die Meerjungfrauen gewonnen. Und ich glaube, heute sind das andere Meerjungfrauen. Vielleicht kannst du es denen auch mal richtig zeigen. Ich weiß ja nicht. Mama, los, in die Umkleide. Du musst sofort dich umziehen. Es geht gleich los. Komm, komm. So, herzlich willkommen zum Rennen zwischen Meerjungfrauen und Nicht-Meerjungfrauen. Sind dann alle an ihrer Startposition? Können wir gleich anfangen? Oh, oh, Mama sieht ein bisschen verängstigt aus. Mama, Mama, du schaffst das. Mama, Mama. Wir drücken dir alle Daumen. Ach, Kinder, das ist lieb, aber ich habe sowas von Angst. Ich meine, was für eine Konkurrenz, das schaffe ich doch nie. Ich hätte auch gerne Flosse. Alles klar, dann auf die Plätze, fertig, los! Uah! Achtung da vorne! Oh Mann, ich glaube, Mama liegt jetzt schon hinten. Mama, du musst Anschwung geben, ich meine paddeln, also wie ein Hund. Ach Mann, ich weiß auch nicht, kann ich gut schwimmen. Also wie es aussieht, liegt Claudia Vogel hinten und oh wow, unsere Meerjungfrauen, die haben aber ein Tempo drauf. Das sieht ja gar nicht gut aus für Mama. Also ich glaube, die haben Mama gleich schon überrundet, die sind schon in der zweiten Bahn und Mama noch auf der ersten. Los, Frau Vogel, geben Sie alles, immer schön kraulen. Ich glaube, Mama braucht ein paar Flossen, also das hätten wir ihr geben sollen, damit wäre sie viel schneller unterwegs. Oh, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Frau Vogel hat noch nicht mal die erste Bahn geschafft. Ich glaube, da muss ich mich mal in Gang setzen. Hier, Frau Vogel, greifen Sie nach der Schildkröte. Ganz ruhig bleiben. Ich kann nicht. Ich glaube, ich ertrinke. Mama, oh nein, Mama. Schwimm doch zum Beckenrand. Ja, los. Frau Vogel, greifen Sie nach meinen Armen. Ach so, es ist doch schon viel besser, oder? Also, die Runden haben wir doch jetzt alle absolviert. Haben wir jetzt gewonnen oder wie sieht's aus? Ach, Frau Vogel, machen Sie sich keine Sorgen wegen dem Rennen. Hauptsache, es geht Ihnen jetzt gut. Oh, danke, ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe so viel Wasser geschluckt auf einmal. Ich war so aufgeregt und ich konnte einfach nicht schwimmen. Ich war wie gelähmt. Oh Mann, Mama, es tut mir so leid. Wir wollten dir eine große Freude damit machen, aber es ist total nach hinten losgegangen. Sorry. Ach, Kinder, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich gehöre einfach nicht so ins Wasser wie ihr. Ich bin nicht so eine Wasserratte. Ach, Mama, nicht schlimm. Dafür kannst du andere Sachen gut. Ich meine, verlieren kann man doch. Ich bin gestern auch nur Zweiter geworden bei diesem Sprungwettbewerb. Ach, Mama, wenn du beim Kochclub gewesen wärst, da wär's besser gelaufen. Da wärst du auf jeden Fall die Erste geworden. Oh ja, du bist eine Spitzenköchin. Wir haben gewonnen. Wir sind gerade erst richtig warm geworden. Und wer will als nächstes gegen uns antreten? Oh nein, ganz bestimmt nicht. Also das tue ich mir nicht an. Gegen die Meerjungfrauen haben wir keine Chance. Dann will ich doch mal in die Küche gehen. Irgendwie habe ich Lust, was Warmes zu trinken. Vielleicht einen Tee oder einen Cappuccino? Och nee, das kann doch echt nicht sein. Wer hat denn hier schon wieder sein Geschirr stehen lassen? Och nee, und dann hier noch überall Krümel verteilt und oh, die Tasse hier ausgekippt. Toll. Das war doch Hannas Platz. Die saß doch da eben gerade noch, als sie eben gerade zur Mittagszeit ihr Frühstück eingenommen hat. Och, Hanna. Hanna! Was will Mama denn jetzt? Ich habe mir vorgenommen, heute einen ganz entspannten Tag am Pool zu machen. Einfach nur chillen. Hanna, sag mal, bist du in der Küche jetzt schon fertig oder kommst du nochmal wieder? Kannst du dann dein Geschirr da wegräumen? Das kann doch nicht so liegen bleiben. Oh, ja, ja, Mama, vielleicht später, aber jetzt muss ich mich erstmal ausruhen. Es sind Ferien. Ach, das habe ich schon oft genug gehört. Es sind Ferien. Hanna, wenn ich jetzt wiederkomme gleich, dann ist das hoffentlich weggeräumt. Oh, Mann, ja. Oh, ich finde das so unfair. Ich habe Ferien, ich bin eine Schülerin und das heißt, ich darf mich ausruhen. Oh, und hier auf der Treppe geht's natürlich weiter. Hanna hat hier alle möglichen Dinge liegen lassen. Und was macht ihre Bettdecke hier mitten im Badezimmer? Oh, hat sie das absichtlich gemacht, dieses Chaos? Hallo Mama, na, ich habe damit nichts zu tun. Das war alles Hanna. Guck mich nicht so an. Ja, das habe ich gesehen, dass das Hanna war. Die lässt hier wirklich alles liegen. Oh, was ist das für ein Verhalten in den Ferien? Und hier im Zimmer geht's natürlich weiter. Oh, es hört gar nicht auf mit dem Chaos. Und wer muss das wieder aufräumen? Ich natürlich. Wie kann man denn den Föhn hier mitten im Weg liegen lassen? Da stolpert jemand drüber und dann ist er kaputt und man ist verletzt. Toll. Und Pia, was machst du denn hier? Ich meine, hat Hanna dich einfach rausgenommen und vergessen, dich wieder zurückzusetzen? Oh, Hanna, ich wollte dich nur mal vorwarnen. Ich glaube, Mama ist mächtig sauer auf dich. Oh, oh. Ach, Emma, jetzt nervst du auch noch. Ich wollte mich gerade entspannen. Lass mich doch mal einfach in Ruhe. Und Mama hat sich hier gerade schon bei mir aufgeregt. Ist mir jetzt aber egal. Ich genieße meine Ferien. Wer versteht das eigentlich nicht? Ferien!
Ich hab sie ja gewarnt, aber ich meine, mehr kann ich nicht machen. Mama ist wirklich ganz schön wütend auf sie. Ach, du arme Pia. Ich meine, du kannst ja nun wirklich gar nichts dazu, dass Hannah so unordentlich ist. Zum Glück ist dir nichts passiert. Und den Schulrucksack, den hat sie, glaube ich, noch nicht einmal angerührt. Vielleicht sollte sie nochmal ihre Schulsachen durchgehen in den Ferien, mal ihre Zeit sinnvoll nutzen. Oh, Mama, was willst du denn jetzt schon wieder hier? Willst du jetzt schon wieder meckern? Ich möchte mich ausruhen. Ich habe Ferien. Ferien. Nee, Hannah, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Du gehst jetzt in dein Zimmer und wirst dich auf das laufende oder das weitere Schuljahr vorbereiten. Guck dir mal deine Schulsachen an, statt hier die ganze Zeit nur rumzuhängen. Oh, Mama, das ist jetzt ja wohl ein schlechter Scherz. Als ob ich jetzt hochgehe und mir die Schulsachen angucke. Und ob du das machst, Hannah, sonst sieht's hier für den Rest der Ferien ein bisschen anders aus. Dieser Stuhl hier, der ist jetzt sowieso belegt. Geh am besten nach oben. Oh, Mann! Ich finde das so unfair von Mama. Ich habe Ferien und das heißt, da darf man sich ausruhen. Aber na gut, dann schaue ich mal in meinen Rucksack, was ich da alles noch so drin habe. Oh, hä? Das ist ja meine Brotdose vom letzten Tag und... Oh. Ich hatte mein Brot nicht aufgegessen und... Oh, ist das eklig. Was ist denn hier los? Was denn? Emma, ich glaube, mein altes Pausenbrot lebt. Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen, das lebt. Oh, das kann doch jetzt nun wirklich nicht sein. Hannah sollte oben ihre Schulsachen machen, jetzt höre ich die beiden da schon wieder rumkreischen. Das klingt nicht nach Schulsachen. Was ist denn hier eigentlich los bei euch? Meine Brotdose hat sich selbstständig gemacht. In Hannas Brotdose wohnt ein Monster. Oh nee, ne? Diese Brotdose, die hast du, vor 5 Wochen das letzte Mal gehabt und die lag die ganze Zeit in deinem Rucksack, Igitt. Hannah, ich kann dich wirklich nur warnen, du musst was daran ändern. Nachher wird hier später noch irgendwo ein Test geschrieben und du bist nicht vorbereitet. Wie, was? Was für ein Test? So ein Blödsinn, Mama. In Ferien wird kein Test geschrieben. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich muss Hannah unbedingt eine kleine Lehre erteilen. Wie ein Test? Nee, das klingt mir viel zu sehr nach Schule. Da gehe ich noch nicht hin. In der Kita mache ich sowas nicht. Ich hau ab. Oh, ich finde, Mama übertreibt total. Und nachher kommen ja auch noch Pia und Becky und wir wollen zusammen eigentlich am Pool spielen. Und jetzt muss ich mich hier mit den Schulsachen beschäftigen. Naja, jetzt bin ich alles durchgegangen, hab mir alles nochmal angesehen, auch hier an meinem Laptop nochmal. Mal gucken, ob Mama sich wieder beruhigt hat, die ist ja heute total übertrieben. Oh mein Gott, was ist das denn da? Oh, ich glaube, ich gehe mal wieder ganz schnell in mein Zimmer. Hey Hannah, stehen geblieben? Ja, du siehst richtig, Hannah. Hier ist alles schon vorbereitet für den Test und deine Freundinnen Becky und Pia, die schreiben übrigens auch mit. Meint Mama das jetzt wirklich ernst? Mama hat einen Test für uns vorbereitet? Du kannst dich schon mal hier hinsetzen, Hannah, das ist dein Platz. Aber Mama, das ist doch total peinlich. Becky und Pia kommen noch zum Spielen und dann willst du mit uns einen Test schreiben? Ach, bitte nicht. Ach, Hannah, keine Sorge, das ist schon mit den Eltern von Pia und Becky abgesprochen. Die sehen das übrigens genauso wie ich. Ihr solltet dringend mal was für die Schule tun. Was? Du hast die Eltern von Pia und Becky auch angerufen? Och Mann, Mama. So, Hannah, ich hätte es gerade schon gesagt, setz dich hier schon mal hin. Och Mann. Ach, und da kommen auch schon Pia und Becky. Ich glaube, die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Ach, schön, dass ihr da seid. Der Test geht übrigens in 5 Minuten los. Hä, was denn für ein Test? Hallo, Frau Vogel, erstmal. Ich meine, wir sind doch mit Hannah für den Pool verabredet. Aha, also den Pool, den müsst ihr euch erstmal verdienen. Erstmal muss hier jetzt Platz genommen werden. Es geht los mit dem Test. Oh Mann, was hat denn Frau Vogel da für uns vorbereitet? Es sind doch Ferien. Hey Leute, es tut mir total leid, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte euch vorgewarnt. Ach, meine Mama halt. Frau Vogel, ehrlich gesagt sind wir überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Wir haben Ferien. Wir haben seit 5 Wochen nichts für die Schule getan. Naja, aber ich meine, von alleine tut ihr ja anscheinend nichts für die Schule. Und deshalb bin ich da. Und ich werde euch ein bisschen motivieren und euch unterstützen damit. Oh, tut mir so leid, Mann. Mädels. Ich hätte mir echt den Nachmittag anders vorgestellt. Ich mir auch. Also Mädels, ich habe euch einen Test vorbereitet und dieser Test besteht aus verschiedenen Themen aus Schulfächern, die ihr auch in der Schule habt. Ihr habt 15 Minuten Zeit, das zu lösen. Oh Mann, Mama, ist echt eiskalt. Ihr habt das wirklich durchgezogen. Wie furchtbar. Frau Vogel, ich meine, können wir nicht darüber reden? Wir können auch den Test an einem anderen Tag schreiben. Vielleicht, wenn wir ein bisschen geübt haben. Nein, Pia, keine Diskussion. Bei 3 geht's los und ich stoppe die Zeit. 1, 2 und 3. Los geht's. Oh Mann, was hat Mama sich denn da alles ausgedacht? Woher weiß sie das denn alles? Oh Mann, und abgucken kann ich hier bei Becky auch nicht. Da ist so eine Mauer zwischen. Na gut, dann fangen wir mal an. Mal sehen, wie weit ich komme. Also irgendwie liegt mir ja die Rolle als Lehrerin. Vielleicht hätte ich meinen Beruf nochmal wechseln sollen. So Kinder, 10 Minuten sind schon rum. Also 5 Minuten habt ihr noch und dann ist Abgabe. Oh, endlich haben wir diesen blöden Test abgegeben. Mann, was war das denn für ein Test? Das frage ich mich allerdings auch, Hannah. Was sollte das? Hannah, hättest du uns nicht wenigstens vorwarnen können? Ich meine, wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Ich wusste doch auch nicht, dass wir wirklich einen Test schreiben. Also meine Mama meinte eben, ich sollte ein bisschen üben und naja, ich dachte, es wäre ein Scherz mit dem Test. So, dann will ich doch mal die einzelnen Tests durchgehen. Mal sehen, ob die Mädels die Aufgaben alle lösen konnten. Wir sind wieder da. Ja, hier, Julian ist auch wieder da.
Hey Mama, was wird das hier eigentlich? Ja, Claudia, Schatz, was ist das? Hi, ich bin gerade dabei, hier die Tests hier zu kontrollieren, die Hanna und ihre Freundin eben geschrieben haben. Wie bitte? Was? Du kontrollierst gerade Tests von Hanna und ihren Freundin? Wie jetzt? Claudia, Schatz, ist das nicht etwas übertrieben? Ich meine, die Kinder haben Sommerferien, wirklich Sommerferien, nicht Herbst- oder Oster- oder Weihnachtsferien, sondern Sommerferien. Oh, jetzt nicht du auch noch. Ich meine, ich höre die ganze Zeit nur Ferien. Hier, Ferien, da. Hanna sagt das auch immer. Das muss jetzt mal eine Konsequenz haben. Sie macht hier nichts in den Ferien, nur Unordnung. Das gibt's doch jetzt nicht, weil Hanna am Faulenzen ist in den Ferien. Hat sie einen Test bekommen von Mama? Oh Mann. Ich möchte keinen Test schreiben. Vielleicht sollte ich einfach mal in mein Zimmer gehen und gucken, ob das aufgeräumt ist. Ja, ich sollte etwas tun. Aber hat denn Hanna irgendwas gemacht, Claudia? Ich meine, ist das nicht etwas übertrieben und dann noch mit den Freundinnen? Also, ich weiß ja nicht. Na, wie war's bei euch? Ich hab gehört, ihr habt einen schönen Test geschrieben. Ich muss das nicht machen. Na, wie war's? Hey Julian, das ist überhaupt nicht witzig. Ich meine, wir wussten von nichts und der Test war wirklich nicht einfach. Julian, wenn du so weitermachst, dann sag ich das Mama und dann wird sie dir auch einen Test stellen. Die macht das wirklich. Na gut, liebe Schülerin, wir treffen uns heute zur Rückgabe des Tests. Ich habe alles korrigiert. Oh Mann, hoffentlich geht das alles gut aus und Mama gibt endlich Ruhe. Ja, und wenn der Test schlecht ausgefallen ist, dann sagt das deine Mutter bestimmt meiner und das gibt echt Ärger, dann darf ich nicht mehr Fernsehen gucken. So, dann fangen wir doch mal mit Pia an. Dein Test war eigentlich ganz gut, du hast eine 2- bekommen. Und als kleine Wiedergutmachung, dass ich dich so überrumpelt habe und naja, und als Belohnung auch, habe ich hier eine Packung Weingummis, die magst du doch. Und du, Becky, du hast eine 2+, noch ein bisschen besser als Pia, super gemacht. Und für dich habe ich natürlich auch noch eine Kleinigkeit, eine Handcreme, die hat dir doch so gut gefallen, die hast du auch schon mal hier benutzt. Und jetzt zu dir, Hanna. Gut gemacht, Hanna. Ich meine, du wusstest fast alles. Eine 1-. Vielleicht war ich ein bisschen zu streng zu dir. Oh, eine 1-? Ich hätte gedacht, ich habe alles falsch. Und du sollst natürlich auch nicht leer ausgehen. Hier, deine Lieblingszeitung. Ach, danke, Mama. Das mit dem Test war natürlich nicht so toll, aber das ist nett von Mama, dass sie für jeden von uns noch eine kleine Überraschung hat. So, und jetzt dürft ihr natürlich die restlichen Ferien noch genießen. Macht, was ihr möchtet. Ich meine, geht in den Pool, guckt Fernsehen, was auch immer. Aber seid bitte nicht mehr so unordentlich. Das möchten eure Eltern übrigens auch nicht. Na gut, Mama, wir versuchen's. Wir werden unser Bestes geben. Wird gar nicht so einfach, die Ferien zu genießen. Zum Glück konnten wir es Mama zeigen, dass wir es drauf haben. Und das mit dem Test war einfach total übertrieben. Oder was sagt ihr dazu? So, das wären dann einmal 22,60 Euro, bitte. Ach, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder im Café Fun bin. Oh, da kommt ja schon der nächste Kunde rein. Heute scheint es wirklich gut zu laufen hier bei mir. Hola, Frau Vogel, ich bin es mal wieder, Raoul. Ach, hallo Raoul, na, wie geht's? Schön, dass du mal wieder hier bist. Oh, diese Party mit den Models, das kam so gut an. Die haben alle so von deinem Kuchen geschwärmt. Also für mich bitte heute einen Donut. Alles klar, gerne. Komm sofort. Du kannst dich schon mal hinsetzen. Ich bring dir den Donut gleich. Och, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Ich wollte doch endlich mal eine kleine Pause machen. Ja, hallo? Raoul am Apparat? Bitte? Oh nein, das Model für den Werbespot heute Nachmittag im Einkaufszentrum hat abgesagt. Ach, ein junger Mann. Warum habe ich auch immer so viel Pech? Oh nein. So, hier kommt dann der Donut. Was ist denn mit dir los, Raoul? Oh, was mit mir los ist, ist etwas ganz Furchtbares passiert. Heute Nachmittag wollen wir im Einkaufszentrum einen Werbespot für Mineralwasser drehen und jetzt ist das Model abgesprungen. Oh, das klingt aber wirklich spannend. Ein Werbespot im Einkaufszentrum hier in Playmobil City? Oh ja, und ich hatte einen jungen Mann gefunden, der wirklich super gut zu diesem Mineralwasser passte und der sollte in diesem Werbespot ja ein paar Sätze sagen und ach naja, wie soll ich denn jetzt bloß jemand anders finden? Ich werde erst mal meinen Donut essen. Junger Mann, also da habe ich schon ein Gesicht vor Augen. Wie wär's denn mit meinem Mann? Oh, was für eine fantastische Idee. Ach, Claudia, Sie helfen mir immer wieder aus der Patsche. Also gut, perfekt. Heute Nachmittag bei uns im Einkaufszentrum. Oh, mein Martin als Model für einen Werbespot. Das ist ja total abgefahren. Super. Aber dann muss ich ja gleich hier den Laden schließen, sonst schaffen wir das heute gar nicht mehr rechtzeitig. Oh, Martin wird so Augen machen. Wie werde ich ihm das am besten sagen? Wo steckt er eigentlich? Und bald wird er schon im Fernsehen zu sehen sein. Mann, das ist total cool. Martin, bist du hier irgendwo? Oh, ich sollte vielleicht nicht so hier rumschreien. Martin scheint zu schlafen. Ich bin mal lieber ruhig. Dabei bin ich so aufgeregt, ich würde es am liebsten direkt sagen. Mann, ich kann es nicht für mich behalten. Ach, hey Mama, du bist ja schon zurück aus dem Café. Hey! Oh, Hanna, ich kann es wirklich nicht mehr für mich behalten. Papa wird an einem Werbespot teilnehmen. Raoul hat ein Model gesucht und Papa ist es wohl geworden, hoffe ich. Oh, das ist ja total cool. Raoul von Playmobil's Next Topmodel. Vielleicht wird Papa dann auch irgendwann ein Topmodel. Also jetzt schläft Martin noch, aber wir müssten es ihm gleich mal sagen. Ach Mama, wie wär's denn, wenn wir eine kleine Überraschung daraus machen für Papa? Der wird total große Augen machen, wenn er es dann später erfährt. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast recht, wir werden Papa damit überraschen. Am besten fragen wir ihn einfach, ob er mit ins Einkaufszentrum kommt. Genau, zum Shoppen. Und dann, haha, das wird total gut.
Das war ein guter Schlaf. Alles klar bei euch? Ach Martin, gut, dass du wieder da bist und zurück aus dem Schlafland. Wir wollten heute ins Einkaufszentrum gehen. Genau, bist du dabei? Zum Shoppen. Was ist denn da draußen am Pool los? Wie war das Einkaufszentrum? Nee, ich bleib hier lieber am Pool mit Emma und Julian. Na, das sieht ja nach Spaß aus bei euch. Oh, das hat ja wirklich nicht geklappt. Aber was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir ihn jetzt ins Einkaufszentrum? Ja, Julian, ich hab von dir gelernt. Ich hab jetzt auch immer meine Badeklamotten da drunter. Und jetzt kommt der Papa. Oh, Papa, für dich ist hier kein Platz. Das ist heute mein Pool. Den habe ich reserviert. Ich habe auch dafür gezahlt. Ja. Oh, jetzt ist Martin gleich im Pool, aber eigentlich müssten wir zu diesem Werbedreh. Aber was machen wir denn jetzt? Ach, Mama, lass mich mal machen. Ich hab schon eine Idee. Hey Leute, hört mal alle zu, es gibt eine Neuigkeit. Wusstet ihr, dass bei uns im Einkaufszentrum jetzt auch ein Wasserpark ist, also so ein Aquapark? Ja, wirklich, das ist ja total cool. Wow, ja, cool. Mit ganz vielen Rutschen, mitten im Einkaufszentrum. Wie, also davon habe ich ja noch gar nichts gehört, auch mit ganz vielen Rutschen und so? Komisch, ich höre das zum ersten Mal und normalerweise, wenn es um Aquaparks oder Wasserparks geht, bekommen wir das relativ schnell mit. Naja, egal. Tatsächlich, so wie es aussieht, hat Hannah es echt geschafft. Alle kommen aus dem Wasser raus, super. Okay, dann können wir jetzt ins Einkaufszentrum. Los, wir gucken uns den neuen Aquapark an. Aber in Badehose sollte Martin am besten nicht zu dem Fotoshooting kommen. Martin, willst du dir nicht noch was anziehen? Wie bitte? Wir wollen doch in den Wasserpark, oder nicht? Und da habe ich eine Badehose, passt doch super. Hannah, du hast es wirklich ganz gut hingekriegt. Ich meine, dass du ihn jetzt dahin lotsen kannst, aber jetzt will er sich nicht umziehen. Was oh macht Mann, man denn jetzt? Das wird ein bisschen peinlich. Ja, Steve, du hast schon richtig gehört. Im Einkaufszentrum mit ganz vielen Rutschen. Ja, ich erzähle keinen Unsinn. Also Leute, ich bin echt aufgeregt. Also wo haben die denn den Pool hier hingebaut? Das muss ja richtig cool aussehen im Einkaufszentrum. Oh Mann, diese Notlüge hat Papa mir total abgekauft. Komisch, aber hier sind so wenige Leute mit Badeklamotten. Also ich hätte da schon mehr erwartet. Oh Mann, das wird gleich eine totale Überraschung für Papa. Ich bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher, wie er darauf reagieren wird. Vielleicht hätte ich ihn doch vorwarnen sollen. Hey Julian, grüß dich. Also ich habe meine Badeklamotten bei mir mal drunter an, aber wo ist denn hier der Aquapark? Ich sehe noch gar nichts. Ach, kommt schon. Der Wasserpark wird schon da sein. Kommt mal mit. Komisch ist das schon. Also ich sehe hier keinen Pool, kein Becken, kein Sprungturm, kein Rutschen. Komisch. Oh Mann, wie peinlich. Warum ist denn dieser Mann einfach nur in Badeklamotten hier im Einkaufszentrum? Das ist ja merkwürdig. Also, wo soll denn jetzt dieser Wasserpark hier sein, bitte? Hier irgendwo, oder nicht? Wie? Das ist doch der Inhaber vom Einkaufszentrum. Entschuldigen Sie, ich hatte da mal eine Frage. Ja, was ist denn? Und kann ich fragen, warum Sie hier nur in Badebekleidung rumlaufen? Eigentlich haben wir schon eine Kleiderordnung. Also ist doch klar. Also ich wollte in den neuen Wasserpark, den Sie hier im Einkaufszentrum haben. Aber wo ist der denn jetzt? Bitte was? Ein Wasserpark hier im Einkaufszentrum? Das ist ein absoluter Quatsch. Ich meine, da fühlt sich jemand an der Nase rum. Ich wüsste davon. Also ich habe gerade eine Nachricht von Raoul bekommen. Das Ganze findet oben statt. Alles klar, da müssen wir jetzt Papa nur noch nach oben bringen. Also langsam denke ich, ihr wollt mich veräppeln, weil was redet ihr denn die ganze Zeit da, Hannah und Mama? Also irgendwas passt doch hier nicht. Julian, sag mal, wo ist denn jetzt dieser Aquapark? Ich hatte mich so gefreut auf eine schöne Abkühlung. Tja, anscheinend war das eine Fehlinformation. Hier gibt es gar keinen Aquapark, also können wir auch direkt wieder nach Hause, Leute. Nein, Martin, ich habe gerade mit jemandem gesprochen. Der ist oben in der oberen Etage, da müssen wir hin. Aber ich habe doch gerade auch mit jemandem gesprochen. Ja gut, okay, dann gehen wir mal nach oben. Hä, warum ist das denn hier abgesperrt? Wo ist der Aquapark? Ach, Ola, Herr Vogel, da sind Sie ja endlich. Ja, kommen Sie durch. Ich habe Ihnen schon ein Outfit hier in die Umkleidekabine reingehängt. Bitte kurz umziehen und dann kommen Sie vor die Kamera. Wir müssen ein paar Tests machen. Schon mal zu Ihrer Information, es handelt sich ja um einen Werbespot für Mineralwasser. Und nachdem Sie das Wasser getrunken haben, können Sie hier diese Hantel nehmen und sagen, dieses Wasser macht mich stark. Oh, wie cool. Ich meine, das sieht alles wirklich fabelhaft aus. Und da macht jetzt Martin mit. Oh, ich werde ganz neidisch. Ich will auch. Hat der gerade mit mir gesprochen? Ich habe doch Herr Vogel gehört, aber was will der denn von mir? Komm schon, Herr Vogel, Sie sind so schüchtern. Kommen Sie nach vorne. Sie sind doch heute hier unser Model für den Werbespot. Wie bitte? Papa soll Model werden für einen Werbespot? Oh Mann. Tatsächlich, er redet mit mir, aber ich bin doch nicht das Model für diesen Werbespot. Herr Vogel, jetzt kommen Sie doch schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es geht gleich los. Claudia, weißt du was davon? Ein Werbespot mit mir? Ja, Martin, Überraschung. Ist das nicht toll? Ich meine, ich habe das extra für dich organisiert und du siehst nicht so begeistert aus, oder? Papa, das ist doch so cool. Das ist doch Raoul von Playmobil's Next Topmodel. Und wenn du da jetzt mitmachst, vielleicht wirst du dann auch mal Topmodel. Aber das will ich doch gar nicht. Ich will kein Topmodel werden und auch bei keinem Werbespot mitspielen. Ich bin gerne Feuerwehrmann. Einen Moment mal bitte. Heißt das jetzt etwa, wir sind heute umsonst hier hingekommen und es gibt keinen Aquapark im Einkaufszentrum? Also ich verstehe das auch nicht, Julian. Claudia, Hannah, könnt ihr mir das vielleicht mal erklären? Ich wollte auch gerne in den Aquapark. Ja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach. Sollen die doch ihren Werbespot alleine drehen, ohne mich. Aber Herr Vogel,
Oh, was ist denn da los? Oh, das tut mir total leid. Ich war irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu sehr begeistert davon. Ich dachte, das sei eine gute Idee, aber naja, Martin sieht das offenbar anders. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich das früher wissen müssen, dass das nichts für ihn ist. Ich meine, ich kenne ihn doch. Ich habe da eher an mich gedacht. Oh, das ist aber wirklich ärgerlich. Was machen wir denn dann jetzt? Raoul, ich könnte das doch übernehmen. Oh, Hanna, also eigentlich wollten wir den Werbespot mit einem Mann drehen, aber naja, du hast ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Ja klar, und ich würde das total gerne machen. Dieses Mineralwasser ist so lecker. Oh, also das sieht gar nicht schlecht aus. Komm Max, wir versuchen es mal mit Hanna. Oh, tut mir leid, ich muss jetzt wirklich schnell hinter Martin her und das klären. Das ist wirklich echt doof gelaufen. Trinken Sie dieses leckere Mineralwasser und Sie sind voller Energie und haben ganz viel Kraft. Ja, sehr gut. Ich habe die erste Aufnahme schon mal im Kasten. Oh, was für ein Glück. Also, dass wir jetzt doch noch spontan hier Hanna getroffen haben und dass sie das so gut macht. Oh, oh Mann, und ich dachte, toll. Es gibt einen neuen Aquapark. Ja, und dann gehen wir halt eben hier in den Pool. Das ist zwar nicht so eine tolle Rutsche, aber naja. Hey Martin, ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen. Das war wirklich blöd von mir. Ich meine, ich wollte dich nicht so überrumpeln. Ach, Claudia, Schatz, du kennst mich doch. Ich als Model, also bitte. Heißt das etwa, dass du jetzt nicht sauer auf mich bist, Martin? Nein, mein Schatz, alles gut. Außer, dass du jetzt nass wirst. Hey, halt! Oh, ich glaube, jetzt sind wir quitt. Ich meine, ich wollte kein Topmodel werden und du wolltest nicht nass werden. So, das passt doch. Ich glaube, Joel wird überhaupt nichts dagegen haben, wenn ich hier jetzt mal das Prinzessinnenschloss hinschiebe. Ich meine, mein Zimmer ist viel zu klein. Ich meine, er schläft doch auch noch, das stört ihn schon nicht. Oh, was soll das denn so früh? Das ist viel zu laut. Emma, was machst du in meinem Zimmer? Oh, Johann, ich dachte, du schläfst und ich dachte, ich könnte dir mein Prinzessinnenschloss hinstellen und dann habe ich viel mehr Platz zum Spielen. Viel besser als in meinem Zimmer. Oh, Emma, was denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Es gibt so eine Zimmergrenze und die darfst du nicht überschreiten. Also das ist hier Julians Grenze, damit das klar ist. Naja, aber jetzt ist es zu spät und ich meine, du kannst ja auch mitspielen, das stört doch hier auch keinen. Natürlich stört mich das, egal ob es morgens, mittags oder abends ist oder nachts. Das Prinzessinnenschloss kommt nicht in mein Zimmer, kommt gar nicht in Frage. Oh, was möchte sie denn jetzt schon wieder? Ey, also, du darfst jetzt nicht einfach so gehen und dein Prinzessinnenschloss hier lassen. Hey, nimm das sofort mit. Naja, aber ich brauch doch noch meine ganzen Puppen und so weiter, sonst ist das Prinzessinnenschloss nicht komplett. Ich komm gleich wieder. Hey, nein, es kommt nichts weiteres in mein Zimmer. Hast du das nicht verstanden, oder was? Boah, das sage ich Mama, dass du mich angeschrien hast. Das ist überhaupt nicht nett von dir. Ich habe dir nichts getan. Oh, was ist das schon wieder für ein stressiger Morgen? Also ich hätte einen schönen Morgen so eigentlich erwartet mit schönen Donuts und dann vielleicht, weiß ich nicht, was Kaltes zu trinken. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles für das Frühstück brauchen. Oh, wir haben fast gar nichts mehr da. Mama, Julian hat mich angeschrien und ärgert mich. Oh, Emma, könnt ihr das nicht unter euch klären? Ich wollte gerade Frühstück machen. Oh, das fängt ja gut an. Hallo, also Ding Dong, ist hier jemand zu Hause? Ich weiß, es ist früh, aber seid ihr schon wach? Ja, guten Morgen, Malik. Wir sind schon wach, aber was möchtest du denn so früh hier? Hast du dich verirrt? Nein, ich weiß doch, wo ich bin. Ich bin bei der Familie Vogel und ich wollte Emma abholen, damit wir zur Kita können. Ich bin ganz schön aufgeregt heute irgendwie. Okay, Malik, du bist echt früh dran. Ich meine, Emma wäre normalerweise erst in einer halben Stunde oder so los. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Ich glaube, Emma ist nicht mal richtig angezogen. Oh nein, das bleibt nicht hier. Doch. Weg damit. Was los? Kommt in dein Zimmer. Du, hier ist am Morgen ja viel los. Emma, guten Morgen. Überraschung. Malik, was machst du denn hier? Du kannst mir direkt helfen, mich gegen Julian zu verteidigen. Och nö, jetzt sind zwei kleine Kita-Kinder. Oh, da habe ich ja gar keine Chance. Emma, weißt du was? Also meine Eltern haben gesagt, ich darf jetzt alleine in die Kita. Da wollte ich dich abholen, aber kannst du dich vielleicht umziehen? Ja, Malik. Oh Mann, ich habe nicht meine Hose an. Ja, wir können die Kita. Cool. Ah, oh, super. Ihr seid ja jetzt zu zweit. Also könnt ihr auch ganz schnell dieses Prinzessinnenschloss wieder in Emmas Zimmer tragen. Aber sowas von. Das werden wir nicht. Dieses Prinzessinnenschloss wird hier bleiben. Du wirst es nicht anfassen. Hast du gehört? Also langsam reicht's. Das ist mein Zimmer hier. Ich bestimme, was wir hier machen. Weißt du was? Wenn du das nicht einsehen willst, dann kannst du auch deine eigene Familie gründen. Du kannst heiraten, du kannst ausziehen, was du willst. Heiraten und ausziehen? Okay, das ist aber jetzt wirklich mal hier eine Grundsatzdiskussion. Mama, du kommst genau zur richtigen Zeit. Malik und ich werden heiraten und ausziehen. Genau, und dann habe ich ein Riesenzimmer für mein Prinzessinnenschloss. Ja, Emma, so sieht's aus. Wie wär's, wenn du dich erstmal anziehst und dann können wir gemeinsam frühstücken und andere Pläne fürs Leben können wir dann später schmieden. Oh, Emma, kannst du jetzt nicht mal langsam gehen? Also langsam kann ich echt nicht mehr. Ja, ich hau schon ab, aber ich werde so lange nicht mehr wiederkommen, denke ich. Also ich meine, wenn ich erst geheiratet habe, dann bist du mich los. Okay, ihr beiden, hier wären wir dann also in der Kita. Ich weiß, ihr hättet den Weg auch alleine gefunden, aber ich bin jetzt einfach mal mitgekommen. Und Emma, das mit dem Heiraten, vielleicht solltest du dir das nochmal überlegen, hm? Was heißt hier überlegen? Der Entschluss steht fest, das machen wir. Also ich mach's auf jeden Fall. Aber Emma, das kannst du nicht einfach entscheiden. Ich meine, du bist doch noch so klein und vielleicht könnt ihr ja erstmal heiraten spielen. Das wäre doch was, hm? Das werde ich nicht tun. Mein Entschluss steht fest. Es wird geheiratet. Oh Mann, was hat Julian denn ihr für ein Floh ins Ohr gesetzt? Sie nimmt alles viel zu ernst manchmal. Ich bin gespannt, was daraus wird. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte.
Ach, guten Morgen, ihr zwei. Na, haltet ihr etwa Händchen? Seit wann kommt ihr denn zusammen zur Kita? Habe ich was verpasst? Ach so, nein, nein, also wir sind doch kein Pärchen oder so, das war's schon wieder. Sind wir nicht? Ich meine, um zu heiraten, muss man doch auch ein Pärchen sein. Oh Mann, ich verstehe das nicht, das ist kompliziert. Oh, auf euch habe ich gewartet, na? Mann, wir sind hier fast alleine in der Kita. Aber wieso denn? Warum ist denn keiner im Bällebad? Warum ist denn niemand in der Kita so richtig? Tja, ich sag's nur ungern, aber ein paar Kinder haben sich heute krank gemeldet. Unter anderem eben Isabel und auch, Clara. Ach, das macht mir gar nichts. Schließlich habe ich ja meinen zukünftigen Ehemann hier an meiner Seite. Und das ist das Wichtige. Zukünftigen Ehemann? Also jetzt wird's wirklich ernst zwischen euch. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Habe ich irgendwie was verpasst? Das habe ich irgendwie im Gefühl. Jo, nein, das kommt nicht in Frage. Also, zukünftiger Ehemann ist man nur, wenn man verheiratet ist. Und das will ich nicht. Oh, Entschuldigung, ihr beiden, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Macht das unter euch aus, ob ihr so ein heiratet oder nicht. Ihr könnt mich ja einladen. Oh, schade, ihr heiratet nicht. Ich meine, ich hätte mich auf jeden Fall gefreut. Ich mag Hochzeiten. Also, ich meine, Kim Rosa wäre schon mal im Boot. Die könnte mich unterstützen bei der Hochzeit. Naja, und Malik, ich weiß nicht, der ist vielleicht noch ein bisschen zu verunsichert. Der weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Aber es ist auf jeden Fall cool, weil dann können wir ausziehen. Und Emma, erzähl schon, was machen wir heute? Und warum guckst du mich so komisch an? Ich muss ihn irgendwie ablenken. Malik, wie wär's denn, wenn du in die Turnhalle gehst und da kannst du schon mal so Matratzen auslegen und dann machen wir einen Purzelbaumwettbewerb. Ja, das wäre doch cool. Jo, ja, dann bin ich doch auf jeden Fall dabei und das machen wir so lange, bis uns schwindelig ist, okay? So, und du, Kim Rosa, du musst mir helfen, Malik zu überraschen. Bist du dabei? Oh ja, ich mag Überraschungen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Also wenn du und Malik, ich meine, ihr beiden das wirklich wollt, dann können wir das gerne hier in der Kita machen. Das machen viele Kitas, also solche Kinderhochzeiten zum Spaß. Also ich denke schon, dass Malik das will. Ich meine, da kann man doch nicht Nein zu sagen. Das hat total viele coole Sachen. Also ich meine, so eine Hochzeit, da kann man so viel machen mit. Das denke ich auch. Ich meine, Malik und du, ihr passt einfach gut zusammen. Das wird schon hinhauen. Na dann steht ja dieser Kinderhochzeit nichts mehr im Wege. Lass uns direkt loslegen. Wir haben einiges zu tun. So, dann mal gucken, ob man was mit diesem Spielmatten machen kann oder ob ich mich da nur hinlegen kann wie so im Bett. Tja, nein, super. Ich konnte auch Purzelbaum machen. Klasse. Hey, ihr könnt jetzt kommen, wir können jetzt spielen und ich werde gewinnen. Ja, Malik, wir kommen gleich. Also ich muss schon sagen, Emma, du siehst einfach total süß aus. Naja, so ein richtiges Brautkleid ist das nicht, aber wir konnten auf die Schnelle nicht mehr rausholen. Meinst du wirklich, Brigitte? Ich meine, ich weiß nicht, wie eine Braut so aussehen muss, aber naja, ich fühle mich schon wie eine. Okay, Emma und Brigitte, wir gehen jetzt zusammen zum Altar. Ich meine, Malik überraschen. Das machen wir, Kim Rosa. Ich habe aber ganz schön ein bisschen Angst. Also ich weiß auch nicht, es kribbelt. Ja, hier stimmt doch irgendwas nicht. Emma, wie sieht die denn aus? Also so kannst du bei dem Purzelbau-Wettbewerb nicht mitmachen. Also Emma, tut mir leid, aber du siehst ganz seltsam aus. Und ehrlich gesagt, gefällt mir das nicht so. Nicht? Ich gefall dir nicht. Oh, das tat weh. Malik, ein kleiner Tipp. Emma ist eine Braut. Ich meine, Bräute sehen so aus. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für dich, aber jetzt geht's ums Heiraten. Ja, nein, das kommt nicht in Frage. Ich möchte nicht heiraten. Das habe ich schon mal gesagt. Los, Emma, du musst Malik irgendwie davon überzeugen. Sag ihm doch, was so toll daran ist, zu heiraten. Also Malik, wenn wir verheiratet sind, dann haben wir... Also können wir tun und lassen, was wir wollen. Es gibt auf jeden Fall keine festen Schlafenszeiten. So viel Eiscreme, wie du essen willst und wir können immer zocken. Ach stimmt, wenn man geheiratet ist, ist man ja erwachsen, ne? Da kann ich meine eigene Regel machen. Ich kann dann ins Bett, wann ich möchte. Klingt doch gar nicht so ganz schlecht. Genau. Ja, und ich meine, dann können wir auch ausziehen und dann haben wir unser eigenes Haus. Und ganz viele Spielsachen. Okay, dann heirate ich dich. Aber nur, wenn wir diese coolen Sachen machen, die du gerade gesagt hast. Okay, dann können wir ja mit der Trauung starten. Wie war das noch gleich? Möchte der hier anwesende Malik, die hier anwesende Emma? Oh Mann, jetzt wird's gleich richtig spannend. Und was sagen Sie? Ja, ich will oder nein, keine Lust? Ich, Emma, sage, ich will. Ja, auf jeden Fall. Also ich, Malik, ich bin jetzt auch dafür. Ja, das ziehen wir durch mit Emma zusammen. Also wenn das so ist, dann würde ich sagen, du darfst die Braut jetzt küssen, Malik. Was? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Küssen das dann, also das ist dann nicht im Vertrag. Okay, macht man eigentlich so, aber ich meine, so ein High Five reicht auch aus, denke ich. Okay, dann schlag mal ein, dann sind wir verheiratet. Oh, cool, Malik. Ja, und ich bin Trauzeugin, das heißt, ich habe alles gesehen. Ihr seid jetzt verheiratet, Wahnsinn. So, und jetzt will ich direkt zu Hause anrufen. Ich will Julian sagen, dass er sich das alles abschminken kann. Ich habe dann mein eigenes Haus, nimm meine Sache mit und tschüss, ich bin weg. Weil ich jetzt verheiratet bin, ziehe ich aus. Also ich bin ja eher davon ausgegangen, dass das eine Spaßhochzeit ist, so unter Kindern. Aber Emma scheint das ja wirklich ziemlich ernst zu nehmen. Wie wohl ihre Eltern reagieren, wenn sie sagt, dass sie auszieht? Oh Mann.